Veranstaltung zu moderieren. Ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt erst ein bisschen einen Input bekommen von Eckhard Botterin, auch von Changing Cities und aus der Bürgerinitiative hier aus dem Kaspelkiez. Danach werden wir eine geschlossene Podiumsdiskussion führen mit Expertinnen, die ich euch dann auch noch mal vorstellen werde. Und danach haben wir auch noch die Möglichkeit für offene Fragen. Ich würde ganz kurz noch zwei organisatorische Anmerkungen machen. Wir haben eine Person von einem Radiosender da, und zwar KCRW, die möchte eine Radioaufnahme machen. Vorab die Frage, ob jemand nicht aufgenommen werden möchte. Also die ganze Veranstaltung wird quasi mitgeschnitten, und wenn eine Person nicht aufgenommen werde, dann würden wir uns das merken und die Person wird dann auch nicht mit aufgenommen. Sehe ich erstmal keine Einwände. Dann habe ich noch kurze Anmerkungen zu organisatorisch. Da würde ich kurz an Gesina übergeben. Hallo. Also es gibt Getränke, die sind hinten in dem Raum, und das ist Selbstbedienung. Und da kostet ein Saftlimo 1 Euro und Mineralwasser 70 Cent. Da steht eine Kasse, die nennt sich Kasse des Vertrauens. Und da ist auch Wechselgeld, damit, falls ihr es nicht passend habt. Und der Öffner ist an der Seite der Theke. So könnt, kann einfach im, also möglichst eben leise dann, wenn es während der Diskussion ist, aber es ist halt jetzt eröffnet sozusagen auch. Toiletten sind auf beiden Seiten einen Stock höher, und es gibt auch einen Fahrstuhl. Das war's. Super, danke schön. Zum Aufwärmen hätte ich gerne nochmal, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Und zwar würde ich gerne von euch fragen, wer kennt denn das Konzept der Superblocks? Einmal die Hände nehmen. Okay, das klingt nach einem sehr expertigen Publikum. Wer von denen, die jetzt die Hände gehoben haben, kennt es so gut, dass es in einem Satz sagen kann? Okay. Da würde ich sagen, da ist noch ein bisschen Bedarf. Also das ist dann schon gut, dass wir noch mal einen kleinen Input bekommen. Keine Sorge, es gibt am Ende keine Abfrage. Also man muss keinen Test ausfüllen. Und meine zweite Frage wäre nur, um euch einfach ein bisschen kennenzulernen. Wer kommt denn hier aus dem Kiez oder aus dem Bezirk Lichtenberg? Okay. Sind wir sehr lokal, das ist schön. Genau, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Dann würde ich gleich mal an Eckhard übergeben und uns ein bisschen das Superblocks oder Kiezblock-Konzept näher vorzustellen. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, ich komme jetzt ins Zweifeln, ob ich das überhaupt machen muss, so viel wir schon wissen, worum es ungefähr geht. Aber genau, wir reden heute unheimlich viel über Kiezblocks, Superblocks, vielleicht auch Compartment. Und deswegen dachten wir, es ist ganz gut, dass wir mal so einen kleinen Abriss geben. Was verstehen wir darunter, damit einfach die Diskussion ein bisschen leichter fällt. Wenn ich zu leise bin, einfach mal einen Daumen hoch machen. Ich neige dazu ein bisschen zu nuscheln, deswegen so ein Rückkopf immer ganz gut. Genau, ich würde das ganze Thema am Ostkreuz festmachen wollen. Nicht, weil das Ostkreuz der Nabel der Welt ist, sondern weil wir denken, das ist ganz gut exemplarisch. Ich selbst komme hier aus dem Kassel-Kiez. Wir haben es ja im Kassel-Kiez entwickelt, dieses Kiez-Blocks-Konzept für den Kassel-Kiez. Aber wir denken, das kann man wunderbar auch übertragen auf sämtliche anderen Kieze der Welt. Aber wir wollen es halt einfach mal hier an dem Kiez sozusagen verdeutlichen. Genau, und von daher, so macht es nicht, aber auch so, würde ich kurz mal die Ausgangssituation im Ostkreuz erklären. Und ich denke, auch die, die nicht vom Ostkreuz kommen, werden diese Situation kennen, auch von ihren Kiezen. Daran anschließend mal die grundlegende Idee der Kiezblocks und wo sie herkommt, kurz umreißen. Und am Schluss noch mal ganz kurz zeigen, wie wir es im Ostkreuz umsetzen wollen. Lässt sich dann aber auch beliebig, wie gesagt, übertragen. Gut, fangen wir mit der Ausgangssituation im Ostkreuz an. Für die, die nicht ortskundig sind, man sieht da in der Mitte halt diese schöne neue Ostkreuz-Empfangshalle. Und man sieht halt auch, es ist schon relativ dicht besiedelte Gegend hier. Es gibt noch ein paar Freiflächen, aber da ist ein sehr großer Run, oder der Run ist vorbei, die werden jetzt alle schon bebaut. Von daher, ja. Von daher ist es halt sehr dicht. Was man hier schon ganz gut erkennen kann, sind die ganzen Bahntaschen. Es fehlen noch ein paar, wie, wo ich jetzt ungefähr stehe, mit der Lichtenberger Bahnhof. Da gibt es auch noch den Rummelsburger Bahnhof. Von daher gehen dann noch etliche Bahndämme mehr entlang. Links sieht man noch so klein ein bisschen die Spree. Was man hier nicht so richtig sieht, vielleicht die Boxhagener Straße. Wir haben noch unheimlich viele Durchgangsstraßen. Links, kurz hinter dem Bildausschnitt, kommt auch direkt die Elsenbrücke, jene Brücke, die in den nächsten Jahren abgerissen aufgebaut werden soll, stückweise. Also von daher, wir haben hier sehr, sehr viel Durchgangsverkehr, auf den ich dann auch gleich kommen will. Also
Die aktuelle Situation ist, dass momentan eine Simulation, die mal gemacht wurde im Rahmen von einer Straßenerweiterung. Aber das ist die reale Situation auch. Es ist schon ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, das hier vorliegt. Und es ist davon auszugehen, einfach aufgrund der zahlreichen Neubauprojekte im Wohn- und Gewerbebereich, also da reden wir jetzt nicht von 20, 30 Wohnblöcke, sondern es sind wirklich mehrere hundert bis tausend Wohneinheiten, die gebaut werden, mehrere 10.000 Quadratmeter Gewerbefläche, also hier passiert wirklich eine Menge. Da wird einfach mehr Verkehr noch generiert. Hinzu kommt halt besagte Elsenbrücke, die also stückweise abgerissen und aufgebaut wird. Das ist auch ein Projekt, was über mehrere Jahre sich erstrecken wird, wo sicherlich auch einige logischerweise diesen, man wird wohl immer drüber fahren können, aber trotzdem versuchen wir diesen Flaschenhals zu umgehen, auch schon vorher sozusagen, auf die nördliche Seite fahren und dann durch das Ostkreuz fahren werden. Na, und schließlich haben wir natürlich noch die A100 Treptower Park. Ich glaube ursprünglich mal für nächstes Jahr Eröffnung geplant. Kann sein, dass es übernächstes Jahr ist. Da kann Tara Moritz wahrscheinlich nachher nochmal genau was zu sagen können. Aber auch das ist absehbar, dass wir also in unmittelbarer Nähe des Ostkreuz bald einen Autobahnanschluss haben. Und bekanntlich haben Straßen bisher, und gerade so große Straßen, eher Verkehr angezogen, als ihn abzuhalten. Von daher haben wir also sehr viel Verkehr, auch wenn das sind jetzt hier zu meiner Schande, muss ich sagen, ich habe die Bilder ausgewählt. Das sind jetzt Bilder vom Projektentwickler, die interessanterweise gerade bei den Autobahnentwicklern keine Autos zeigen. Gut, aber ich glaube, das wird am kurz vor dem Eröffnungstag vielleicht noch der Fall sein, aber sonst wird es anders aussehen. Was wir als großen als Juwel hier am Ostkreuz haben, ist natürlich der S-Bahnhof. Also das ist ein Umstiegsbahnhof mit mittlerweile 8 S-Bahnlinien, 8 Regionalbahnlinien auch, wir haben sogar 2 Fernbahnlinien. Flixzug zum Beispiel. Der Straßenbahn soll rangeführt werden. Mehrere Buslinien, also sagen wir mal als Umstiegsbahnhof, wirklich mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Wirklich toller Bahnhof. Über Architektur kann man immer streiten, klar. Aber von daher, das ist schon ein ganz das, ja, ein Benefit, den wir hier am Ostkreuz haben. Nichtsdestotrotz, es ist halt auch mit den ganzen Bahndämmen halt eine Nadelöhr. Und wir haben mal hier oben so die ungefähr die gerade die qualitativ die Verkehrsströme, die Kraftfahrzeugverkehrsströme blau aufgemalt. Also hier ist das Ostkreuz, Ost-West-Verbindung, hier ist die Wienbahn, die dann da geht. Und sagen wir mal, da sind halt sehr wenig Querungsmöglichkeiten in den Bahnen. Und das hat dann halt zur Folge, dass viele doch auf die Idee kommen, dieses Nadelöhr halt dadurch zu umgehen, so die Hoffnung. Letztlich muss man doch sehen, durch diese Nadelöhre. Der Effekt ist das, was wir im Hintergrund sehen, ist die Türschnittstraße, durch die meisten wahrscheinlich gekommen sind hier vorne. Das sind also wirklich keine parkende Autos, sondern das sind einfach gestaute Autos über mehrere hundert Meter. Wir haben also teilweise, wir haben selbst mal eine Zählung gemacht, beziehungsweise auch Daten der BVG genutzt, 95% Durchgangsverkehr, das heißt also jedes 20. Auto kommt hier aus dem Kastelkiez, alle anderen 19 passieren im Kastelkiez nur. Also von daher, da ist ein kleines Missverhältnis, würde man denken. Es hat natürlich auch Folgen. Es werden auch Abgaswerte und Lärmwerte, gerade auch im Kfz-Bereich, natürlich auch von Schienenfahrzeugen, auch im Kfz-Bereich gemessen. Und die Grenzwerte dazu werden da auch regelmäßig, gerade vom Kfz-Bereich, halt deutlich überschritten. Also Abgas, klar, ja, das ist ein Kfz-Problem im Wesentlichen. Auch die Lärmproblematik, die ist halt auch gerade massiv beim Kfz-Bereich, obwohl wir hier sehr viel Schienenverkehr haben, ist es auch trotzdem so, dass der Kfz-Bereich deutlich höhere Schallemissionen hat und über die Grenzwerte rangeht. Bundesweit ist es so, man sagt, zu den ungefähr 3.500 Verkehrstoten, die wir jährlich haben, kommen nochmal so ungefähr 20.000 Tote, die man direkt auf Schall- oder Abgasemissionen zurückführen kann. Also von daher wirklich ein Aspekt, den man sicherlich immer im Kopf haben sollte. Das andere ist so ein bisschen wahrscheinlich in der menschlichen Seele verankert. Wenn man einen Umweg fahren muss und die Zeit sich nicht dehnt, dann muss halt der Weg schneller zurückgelegt werden. Das heißt, was sich halt immer wieder ergibt, aber ich denke, das ist genauso ein Problem, was wir aus allen Kiezen kennen, dass wenn Leute halt Schleichwege nutzen, dann gerne, und gerade wenn dann noch womöglich die Müllabfuhr da steht und wahnsinnig langsam wohl die Mülltonnen leert, dann muss man halt noch weiter fahren und dann umso schneller. Selbst mit Tempo 30 ist es in so engen Straßen auch schon kaum mehr, denke ich, im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Von daher, die Folge ganz klar, wir haben auch hier nicht einen expliziten Unfallschwerpunkt, aber eine Menge von Unfallschwerpunkten. Also man sieht regelmäßig auch
mit weißem Gesicht, die sagen, sie wollen sich das eigentlich nicht mehr antun. Und wir haben halt, ihr habt eine Menge Schulen und Kitas und von daher einfach ein großes Schulweg-Kita-Weg-Problem. Gut, und letztlich natürlich auch, klar, es geht natürlich auf die Aufenthaltsqualität. Ne? Also die ganze Zeit halt so viele Autos sich da stauen und irgendwie auch mal die Rechtsabbiegeregelung, also mit Rechtsabbiegen sollte man eigentlich Fußgänger ja runterlassen, gefühlt weiß das jeder Vierte vielleicht noch. Das geht deutlich auf die Aufenthaltsqualität und überhaupt auf die ganzen Abgase und sagen wir, den nicht gerade sehr friedliche Umgang miteinander. Wir haben ziemlich viele Wohnquartiere ringsum ausgerüstet, haben wir am Anfang ja auch gesehen. Die sind nicht nur durch die Bahndämmer abgetrennt und da tut sich auch gerade eine Menge, also gerade die Ost-West-Verbindung oder Fußmöglichkeiten, Fußweg wird jetzt gerade eingerichtet. Aber wir haben auch das Problem, dass man einfach über die Straßen nicht rüberkommt. Also gerade vorne, vielleicht sind einige vom Ostkreuz gekommen, vorne die Marktstraße, also die Deutsche Winterberger auch ist, die will man in der Rush-Hour nicht einfach mal so, oder kann man gar nicht so einfach mal übergehen. Kinder würde man da sowieso nicht freiwillig rüberlassen und da gab es halt auch schon tödliche Unfälle. Dann haben wir auch das Problem des Ostkreuz. Ich sagte schon, es ist wirklich ein toller Umstiegsbahnhof und das war kein Zufall, weil man kommt auch von der Friedrichshainer Seite auch auf der einen Ausstiegsbahnhof, von der Lichtenberger Seite. Das ist gerade wegen dieser Problematik, dass diese Hauptstraßen nicht wirklich gut zugänglich sind oder dass man nicht gut queren kann, ist es wirklich ein Problem, da überhaupt hinzukommen. Also das ist wirklich mal so ein Ostkreuz-spezifisches Problem, aber sagen wir generell ist schon die Frage, wie gut kommen wir eigentlich zum öffentlichen Personennahverkehr, den wir eigentlich aber wahrscheinlich fördern müssen wollen. Genau, von daher, wenn man die Summe der Probleme war klar, wenn wir jetzt einzelne Kreuzungen angehen, das kann man wieder versuchen, aber es wird keine richtige Lösung geben. Von daher müssen wir uns irgendwie ein Gesamtkonzept überlegen. Und genau, da haben wir uns das Kiezblocks-Konzept überlegt, wo wir mittlerweile glauben, dass das eigentlich auch ganz gut auf andere Berliner Kieze oder vielleicht sogar auch deutsche Städte zutreffen kann. Das Kiezblocks-Konzept ist ein bisschen mehr als Superblock. Das verbindet so zwei, drei Aspekte. Superblock gehe ich gleich mal ein. Das eine ist halt, man nennt es in Niederland ein Compartment, so wird es auch im Englischen genannt. Das sind Konzepte. Wir sehen hier links unten zum Beispiel einen Stadtplan von Utrecht, in der grafischen Darstellung. Da werden also dicht besiedelte Wohngebiete in Blocks zusammengefasst und gegeneinander auch abgetrennt. Also das Rote, was wir da sehen, das sind so rote Sperren, die verhindern halt, dass man von dem einen Block, hier zum Beispiel hellgrün, in den anderen kommt. Und so, dass man immer wieder auf die gleiche Hauptstraße zurückgeführt wird und keine Chance hat, hier Durchgangsverkehr durchzulassen. Innerhalb dieser Compartments kann man dann aber relativ frei fahren. Weiter geht halt das Superblocks-Konzept, was vor allem auch von Barcelona her sehr gut bekannt ist, gibt aber auch in anderen Städten, zum Beispiel Vitoria-Gasteiz ist Stadt in Nordspanien, die auch ein sehr ausgefeiltes Konzept hat, was mit europäischen Mitteln gefördert wurde und auch sehr gelobt wurde. Da ist die Verkehrsführung, es ist auch hier ein dicht besiedeltes Gebiet, wir gucken uns gleich nochmal einen Film dazu an, dann kann man diesen mehr Eindruck davon kriegen, wie es da aussieht. Da ist die Verkehrsführung wirklich so, dass man direkt wieder nur eine Chance hat reinzufahren und direkt wieder rausgeführt wird. Also man hat wirklich gar keine Chance, in diesem Block halt weiter mit dem Kraftfahrzeug sich zu bewegen. Das Konzept geht aber noch ein bisschen weiter. Es geht also da nicht nur um die Führung und Verhinderung des Durchgangsverkehrs, sondern es geht auch wirklich darum, die Aufenthaltsqualität deutlich zu verändern oder überhaupt andere Verkehrsmöglichkeiten wieder Raum einzuräumen, noch zu geben. Und dazu wollte ich mal diesen Film kurz zeigen, das sind so 2 Minuten. Man findet den auch im Netz, also wenn man Superblocks Barcelona eingibt, die ersten 3 Filme, die angezeigt werden, einer davon ist es auf jeden Fall. Der geht dann noch ein bisschen länger, ich will noch ausblenden, da gibt es auch noch, also jetzt glaube ich in Summe 8 Minuten lang, wer da noch Interesse hat, einfach mal im Netz gucken. Hat einen deutschen Untertitel, englischen Originalton, aber ich glaube, man kann es auch einigermaßen gut verstehen. Your area and
Genau, was man da schon ganz gut sehen konnte, es geht nicht nur einfach darum, halt durch ganz Verkehr zu verlagern, sondern es geht wirklich darum, Lebensqualität wieder zu gewinnen. Und genau das ist halt, ich habe mal so die Zielsetzung aufgeführt, die wir auch damit verfolgen mit dem Konzept. Also dass man wirklich sagt, es geht nicht, und es geht auch nicht darum, irgendwie, es gab ja schon viele Ansätze auch in Berlin, auch gerade hier unten, Rummelsburger Bucht oder sowas, zu sagen, Mensch, lass uns gewisse Bereiche mal verkehrsberuhigen. Aber die sind dann immer wieder auch auf Kritik gestoßen, ja, da soll eben eine Gated Community entstehen und sowas, darum geht es nicht. Und es geht darum, dass wir alle wieder mehr Qualität haben, weil wir ja, sensibler mit dem Thema Mobilität einfach umgehen und jedem das gleiche Recht geben. Deswegen der Fokus ist auch nicht irgendwie auf, sagen wir mal, den passionierten Radfahrer oder jetzt denjenigen, der schon immer mal den Ruheplatz vor der Haustür haben wollte, darum geht es jetzt auch nicht, ne? Sondern es geht vor allem darum, dass die Person, die in ihrer Mobilität durch einfach unsere Struktur, wie wir sie haben seit Jahrzehnten und die einfach selten hinterfragt wurde, dass sie einfach wieder mehr Möglichkeiten kriegen. Also speziell Kinder, Jugendliche und halt mobilitätseingeschränkte Personen. Und das andere, was uns auch wichtig ist, dass man halt immer einen zeitgemäßen Stadtentwicklungsansatz verwendet. Also das heißt, da wo es möglich ist, den Kraftfahrzeugverkehr zu vermeiden. Natürlich kann man nicht jeden Kraftfahrzeugverkehr vermeiden und das ist auch gar nicht das Ziel, aber dass man zumindest so weit reduziert, wie es halt notwendig und sinnvoll ist. Da, wo es halt nicht geht, dass man eben verlagert, möglichst dahin verlagert, wo es halt auch verträglich und sicher gestaltet ist. Das wird nun so hauptsächlich die Hauptstraßen sein, wo Berlin ja auch zum Beispiel im Mobilitätsgesetz ja auch schon Ideen entwickelt hat und auch klare Vorschriften schon entwickelt hat, wie das aussehen kann. Im Wesentlichen sind bei den Kiezblocks also drei Elemente drin, die ich jetzt kurz mal aufführen will und dann nochmal kurz exemplarisch durchgehen will. Das heißt, das eine ist, klar, gut, Durchgangsverkehrsverlagerung, das ist das eine. Das andere ein wichtiger Aspekt, dass wir mehrere Kiezblöcke aneinander ausweisen, um halt wirklich die Verkehrsvermeidung herzustellen. Das will ich dann immer verdeutlichen. Und das wird die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern. Wenn wir also zu die Verlagerung gehen. Ein Kiezblock könnte also begrenzt sein durch alle möglichen Sachen, sei es Gewässer, Grünflächen, große Hauptstraßen oder Bahnlinien, Bahndämme und dergleichen und hat halt, wie immer rot angedeutet, halt ein Durchgangsverkehrsproblem, dann lässt sich das relativ gut lösen, indem man zum Beispiel Elemente und das Ganze, sagen wir auch, vor allem wieder die Straßen zurückgewinnt für den Rad- und für den Fußverkehr, indem man Elemente einsetzt, wie sogenannte Diagonalsperren oder Filter, Modalfilter auch genannt, letztlich das, was wir hier unten sehen, was auch schon durch die Presse gegangen ist, was in Berlin jetzt auch schon mehrfach getestet wurde. Das heißt letztlich eine Reihe von Pöllern, die diagonal über eine Kreuzung gestellt werden. Relativ kosten, nicht frei, aber wie gesagt, nicht intensiv, das Gegenteil davon, günstig. Günstig ist das einfach. Und danke. Eine günstige und schnell realisierbare Lösung. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Stichstraße oder landläufig Sackgasse genannt einrichtet. Aber so schafft man es halt, dass letztlich jeder Bereich eines Blocks, wenn man vor allem, denke ich, ganz wichtig, das Wissen der Anwohner halt nutzt, jeder Bereich nach wie vor erschließbar ist, ohne dass man halt die Möglichkeit hat, dort halt entsprechenden Durchgangsverkehr oder das Ganze einfach als die Nebenstraßen als Schleichwege für den Durchgangsverkehr zu missbrauchen. Wichtig ist, dass man halt das Ganze, dann kommen wir noch auf den dritten Aspekt nachher, dass das Auto halt zu Gast ist, dass man so sich überlegt, die entsprechende Geschwindigkeitsregelungen und Vorfahrtsregelungen ausgeführt sind. Und was ich eben schon meinte, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man vor allem diejenigen, die wohnen, halt befragt, weil ich glaube, die wissen im Zweifelsfall am besten, wo halt wirklich neuralgische Punkte sind, wo es immer wieder zu Problemen führt, wo was auftritt. Das war das erste Element. Das zweite Element der angrenzenden Kiezblocks. Ich habe einfach mal vier Blöcke hier eingezeichnet, der Einfachheit halber jetzt mal alle als Sackgassenbereiche, also hier gibt es eine Zufahrt, das ist gesperrt, aber wie gesagt, das kann man beliebig gestalten. Dargestellt, das sind vier Blöcke, rechts, links, oben, unten. Verkehrsvermeidung lässt sich dann nämlich sehr gut damit herstellen, weil einfach dann die Wege, die man zurücklegt, wenn man also mal vom Ziel oder vom Start oben zu dem Ziel will, rot halt mit dem Pkw und grün halt Radfußweg, wenn man das also clever gestaltet, die Wege sind einfach viel kürzer, damit man es attraktiver halt auch wirklich
mal darüber nachzudenken, wenn es nicht gerade fürchterlich regnet, eventuell das Auto mal stehen zu lassen. Genauso ist es dann auch im öffentlichen Personennahverkehr. Da muss ich halt keinen Parkplatz suchen und im Optimalfall sind die Haltestellen halt relativ nah. Wir haben vielleicht auch noch irgendwelche speziellen Busspuren oder Tramspuren, die das Ganze halt interessant machen, aber das ist halt die Voraussetzung. Wir brauchen verlässlichen, gut erreichbaren öffentlichen Personennahverkehr. Da haben wir im Ostkreuz halt schon ein großes Angebot mit Erreichbarkeit. Das ist noch ein bisschen ein Problem, aber ich denke, da ist jeder Bezirk ähnlich gestrickt, beziehungsweise ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich gibt es da ja schon in Berlin einiges an Angebot. Wichtig ist natürlich, dass wir dann, wenn wir sagen, wir wollen Radverkehr stärken, Radverkehr, dass wir natürlich auch sichere Kreuzungsmöglichkeiten schaffen und vielleicht auch darüber nachdenken, dass nicht jeder in 4-5 Sekunden in der Grünphase einfach über die Straße hoppeln kann, und das halt vielleicht entsprechend auch berücksichtigt. Und dann komme ich zum dritten Element, hier mal für London schön visualisiert. Das ist die Fleet Street, eine wirklich dicht befahrene Geschäftsstraße. Na, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel, aber sonst warum nicht. Aber worauf es ankommt, ist Entschleunigung. Das ist so das, was den Kiezplatz, den Superblocks und den Kiezplatz Konzept halt, das hat aber nochmal auf der Grunde liegt. Das Auto ist zu Gast. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir freie Flächen gewinnen, in denen keine Kraftfahrzeuge sind. Das heißt nicht, dass sie komplett draußen sind und dass so alle Parkplätze wegfallen, darum geht es nicht. Aber dass wir halt Flächen finden, wo man sich wirklich gerne aufhält. Und da ist es auch, denke ich, wieder unheimlich wichtig, mit den Leuten vor Ort zu arbeiten und zu fragen, was sind denn hier eure Plätze, die euch wichtig sind? Ne? Und wo kann man das dann am besten machen? Und wo sind denn die noch eigentlich schon Punkte? Mal gucken, was dann irgendwann so cool wird bei uns in London. Gut. Nochmal kurz zusammengefasst, der Vorteil von dem Kiezblocks-Konzept, das denke ich, hat man auch in Barcelona gesehen, zum Beispiel diesen Blumenkübel, oder die haben ja richtig Kübel mit Bäumen auch. Ne? Aber das ist letztlich eine relativ einfache Sache. Also man muss gar nicht erst in der ersten Stufe so unheimlich viel groß planen, sondern man kann das relativ schnell anordnen. Wenn da so ein Kübel im Weg steht, man kann es auch natürlich mit Schildern versuchen, kübeln oder pollern. Man kann auch die niederländische Variante, die sehr erfolgreich war mit senkbaren Pullern, gibt es auch in Berlin tatsächlich, nutzen. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall sehr eindeutig in der Verkehrslenkung. Wo kein Weg ist, kann man auch nicht durchfahren. Und das ist, sagen wir mal, in der Variante, wie wir sie hier sehen aus Barcelona, auch relativ kostengünstig in der ersten Stufe zu haben. Wenn man merkt, mittelfristig, das hat sich bewährt, dann kann man das Ganze natürlich auch beliebig noch baulich umsetzen. Aber sagen wir mal, das ist für den ersten Schritt, um so ein Konzept wirklich mehr fahrbar zu machen, gar nicht notwendig. Und das ist, denke ich, auch der große Punkt, also der Vorteil, es ist schnell zu realisieren, also wir müssen nicht eine große Vorplanung nehmen, so ein Kübel sollte nicht ganz so große Planungstätigkeit voraussetzen, wie vielleicht wirklich dann große Absenkung mit Kanten und sowas. Und es lässt sich halt auch immer nochmal anpassen. Also das ist genau das, was vorhin in dem Film mit taktischer Urbanismus genannt wird, das ist gerade so der Begriff, der dafür verwendet wird, dass man halt wirklich einfach guckt, wie funktioniert es, in zweiter Zeit kommt der Gabelstapler und setzt den Kübel nochmal auf. Ne? Und dann kann man das wieder sozusagen an die Bedürfnisse anpassen. Gut, dann kurz abschließend, dann habe ich es auch schon mächtig überzogen, tut mir leid. Die Frage, wie setzen wir es, versuchen wir es im Ostkreuz umzusetzen. Wir wollen direkt versuchen, alle Quartiere, von denen wir wissen, die sind massiv betroffen vom Durchgangsverkehr mit reinzunehmen. Das sind also 9 Quartiere, die wir hier mal aufgeführt haben. Wir sind so bei Kastelkiez gerade. Hier zu sehen, aber sagen wir, das ist sowohl auf Friedrichshainer Seite als auch auf Lichtenberger Seite sind es doch eine Menge Bezirke, die das betrifft. Und halt letztlich bleiben dann noch 4 große Hauptstraßen übrig, die wir dann, da gibt es auch schon eine Menge Übergänge, aber wo wir halt denken, wo wir noch mit einer geschickten Verkehrslenkung und auch einer geschickten Einrichtung von zusätzlichen Querungen halt auch wirklich die Möglichkeit schafft, dass man zwischen den Quartieren wechseln kann und auch vor allem das zentral gelegene Ostkreuz dann endlich mal auch von der Lichtenberger Seite aus gut erreichen kann. Und konkrete Umsetzung, wir sind auf der Lichtenberger Seite, haben wir ein etwas anderes Sitzamt, möchte ich mal sagen, als wir es auf der westlichen Friedrichshainer Seite haben. Ja, auf der Pankower Seite, antworte ich vielleicht drauf. Lichtenberg tut sich teilweise da noch ein bisschen schwer mit solchen Maßnahmen, deswegen haben wir, also Pankower Seite gab es schon Beschlüsse, dass man so entsprechende Konzepte umsetzen will, gab es gestern auch gerade eine Präsentation mit 100 beteiligten Anwohnern, die also da für 18 Blöcke Konzepte schon vorgelegt haben.
Da sind wir leider nicht, wie gesagt, noch nicht ganz so weit, dass der Bezirk das so weit fördert. Ich glaube, Anwohner haben wir genug, daran scheitert es nicht. Und wir wollen das sozusagen über einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung reinbringen, wo wir dann an einer Stelle hier, für die, die ortsanwesend sind, wird es ganz sein, aber die anderen können zumindest schematisch nachvollziehen, hier auch so eine Diagonalsperre, eine Stadthausstraße, der Archibaldweg fordern und dann zusätzlich noch eine Umweltspur, so nennen wir es, das heißt die Möldnerstraße. Da ist eine große Schule auch hier und Kirche und Kita, dass wir da, wo eh schon Busverkehr ist, diesen Straßenabschnitt nur noch für den Busverkehr und den Radverkehr und für die Anleger freigeben, aber ansonsten halt für sämtliche Verkehrsarten so sperren. Und damit glauben wir halt, dass wir damit schon einen Rieseneffekt haben, das Ganze aber halt wirklich nur als Auftakt. Das steht auch schon im Antrag drin, dass man halt wirklich dieses Gesamtverkehrskonzept unter Beteiligung der Anwohner halt entwickelt. Genau, brauchen wir nur noch 1000 Unterschriften. Mal gucken, wie schnell wir die zusammenkriegen. Aber ich glaube, wir haben es schon geschafft, dass darüber diskutiert wird und dass das Ganze dann ins Rollen kommt. Gut, jetzt habe ich aber eine Menge erzählt und ich hoffe, so einigermaßen angekommen. Wenn noch zwei, drei Verständnisfragen sind, können wir die gleich klären. Ansonsten würden wir in der Diskussionsrunde sonst auch nochmal auf einzelne Aspekte eingehen. Wir machen noch mal eine kurze Handabfrage. Wer kann jetzt die Superblocks mit einem Satz erklären? Es sind schon ein paar mehr geworden. Es sind schon ein paar mehr geworden als vorher. Alle anderen haben noch geschlafen oder waren auch so fasziniert von dem, was wir gerade alles gehört haben. Ich glaube, jetzt sind wir aber trotzdem alle auf einem ziemlich guten und ähnlichen Kenntnisstand. Also wir haben verstanden, was hinter dem Kiezblock steht. Wir haben auch ein Anwendungsbeispiel hier ganz konkret im Kiez. Und ich glaube, jetzt ist auch Zeit, unsere Experten und Expertinnen mal auf die Bühne zu holen. Kommen Sie gerne alle mal nach vorne. Also ich kann Sie namentlich schon mal sagen, wie wir dabei haben. Wir haben Harald Wolf dabei, verkehrspolitischer Sprecher von den Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben Frau Dr. Julia Jaras vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dabei. Wir haben Harald Moritz, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus. Carolina Matza, genau, einfach mal versuchen, so wie das aufgezeichnet ist, sich hinzusetzen. Das ist die erste Herausforderung des Abends. Hat super geklappt. Also das ist, würde ich sagen, ein Applaus. Können wir noch ein bisschen mehr Licht wieder haben? Oder was sagen die, was sagt das Publikum? Mehr Licht, weniger Licht? Ja. Ja, mehr Licht, oder? Super. Sehr schön. Ja, alle haben nach vorne gefunden. Herzlich willkommen. Und ich würde auch sagen, wir steigen gleich ein. Wir haben jetzt eine super Vorlage bekommen von Eckhard Guterin über den Kiezblock, über die Situation hier auch im Kassel-Kiez. Und ich glaube, ich würde einfach mal an meiner linken Seite anfangen, bei Harald Wolf, den ich gerade schon vorgestellt habe, als bis vor kurzem verkehrspolitischer Sprecher der linken Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Wie sehen Sie denn das Konzept, also passt das in Ihre Vision, wie die Aufenthaltsqualität in so einem in dem Berliner Kiez, in dem Berliner Viertel sein sollte? Also ist es stimmig mit Ihrer Vision und was fehlt Ihnen oder was sehen Sie kritisch? Nein, ich finde das absolut stimmig, weil unsere Konzeption als Koalition und von Seiten der Linken ist, wir wollen den Autoverkehr in der Stadt zurückdrängen, weil die Verkehrsprobleme in einem städtischen Ballungsräumen sich nicht über Kfz-Verkehr lösen können. Und das Zweite ist, wir wollen natürlich Aufenthaltsqualität zurückgewinnen. Also Straßen sollen wieder Räume werden, wo man sich aufhalten kann, wo Leben stattfindet, wo Kommunikation stattfindet, wo Austausch stattfinden kann und nicht Verkehrsschneisen, die Wohngebiete zerschneiden und mit allen negativen Umwelteinflüssen, Schadstoffbelastung, Lärm etc. etc. Also insofern eine Konzeption, die sagt, wir wollen Wohngebiete frei halten vom Durchgangsverkehr, wir wollen Wohngebiete so organisieren, dass sie wieder Lebensräume sind und dass sie eine Aufenthaltsqualität haben und den Autoverkehr sozusagen, der übrig bleibt, den auch auf die großen Durchgangsstraßen zu konzentrieren, das finde ich absolut vernünftiges Konzept und in diese Richtung sollte man in der Tat weiterarbeiten. Ja,
Super, danke schön. Dann würde ich mal in die Runde dazu holen Dr. Julia Jaras vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie ist dort am Institut für Verkehrsforschung im Bereich Mobilität und urbane Entwicklung und hat auch persönlich schon Erfahrungen gesammelt, nicht nur in der Forschung, wo sie viel schon zu Best Practice Modellen in anderen Städten geforscht hat, sondern auch ganz konkret in Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und vielleicht können Sie uns einerseits aus der Forschung berichten, was hat es denn mit diesen Superblocks auf sich und warum sind die denn so gut und warum brauchen wir denn hier in Berlin? Und vielleicht können Sie uns auch schon einen kleinen Einblick geben in Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie letztes Jahr in der Bergmannstraße gesammelt haben. Ja, danke. Also ich finde die Superblocks sehr wichtig und es gibt eine ganz aktuelle Studie aus Barcelona dazu, die wirklich spannend ist, die nämlich modelliert hat, was eigentlich passiert, wenn wirklich die gesamte Stadt mit Superblocks ausgestattet wird. Und die haben herausgefunden, dass der Pkw-Verkehr um 20% reduziert werden würde und die Menschen dann eben mehr zu Fuß gehen, mehr mit dem Rad fahren und auch mehr den ÖPNV nutzen. Und dadurch ergibt sich zum einen Reduzierung, was Lärm angeht, aber auch was Stickstoffdioxid angeht. Es können mehr Grünflächen geschaffen werden und die Lebensqualität steigt eben insgesamt. Und die haben das auch nochmal weitergerechnet und haben halt festgestellt, dass dadurch auch 700 Todesfälle, also vorzeitige Todesfälle durch diese Belastung, auch durch Hitzewellen und so weiter, reduziert werden können jährlich. Also es ist wirklich eine Zahl, es ist eben auch einfach sehr messbar. Es geht jetzt nicht nur darum, generell Lebensqualität zu verbessern, was ganz wichtig ist, sondern man kann dann auch wirklich messbar feststellen, dass das einen Effekt dann hätte für die Stadt. Und genau, also sehr interessante Studie, wo es eben jetzt einfach mal erstmal modelliert wurde. In Barcelona gibt es ja aktuell jetzt erste 3 bis 5 und dann weitere in Planung. Und die wollen aber im Prinzip 500 von diesen Superblocks umsetzen. Und ich finde halt generell, also auch in der Forschung sieht man, dass es ganz tolle Beispiele auch aus anderen Städten gibt, weltweit. Und ich glaube, wir müssen halt für Berlin gucken, was auch einfach für uns passt und auch was wir halt machen wollen hier. Aber auf jeden Fall ist es eben auch sehr wichtig, einfach mutig zu sein und das auszuprobieren. Und da gibt es auf jeden Fall schon sehr viele gute Vorzeigebeispiele weltweit. Wollen Sie vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, auf Ihre persönliche Erfahrung vom letzten Jahr? Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Wir haben einen Einwohnerantrag gestartet, eben für den Bergmann-Kiez, im Prinzip genau so eine Art von Superblock zu machen, den Durchgangsverkehr da rauszuhalten, haben Unterschriften gesammelt und das wurde dann eben auch in der Bezirksverordnetenversammlung positiv beschlossen, dass es umgesetzt wird. Und erste Konzepte gibt es dazu jetzt auch schon und wir sind jetzt auch weiter im Austausch mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wie dieses Konzept genau umgesetzt werden soll. Und möglicherweise ist es dann auch schon diesen Sommer so weit, dass da erste Poller gebaut werden. Und das ist natürlich toll auch zu sehen, dass innerhalb von dieser Zeit irgendwie Ende Sommer, ja, Herbst letzten Jahres bis zum kommenden Sommer, das dann auch schon oder diesen Sommer eben umgesetzt werden kann. Dann würde ich Ihnen gerne nochmal Harald Moritz vorstellen, verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und auch und Abgeordneter aus Treptow-Köpenick. Auch an Sie die Frage, ist der Kiezblock, ist es die Lösung, ist es deckungsgleich mit der Vision, wie wir uns eine Stadt, wie wir uns die Aufenthaltsqualität vorstellen und auch nochmal irgendwie eben, ist es nicht auch die Zeit, wo wir eben weg auch vom Verkehr hin zu mehr Lebensqualität und Aufenthaltsqualität kommen. Wie sehen Sie die Vision, die der Superblock oder der Kiezblock hier in Berlin uns vermittelt? Ja, der Kiezblock kann tatsächlich, hat man ja anschaulich gesehen, auch in diesen Bildern eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum herstellen. Das ist ja auch das Ziel, Harald Wolf hat es gesagt, auch der Koalition. Im Hinblick auf das Mobilitätsgesetz. Wir werden demnächst den Fußverkehrsteil jetzt in der Anhörung im Ausschuss haben. Und gerade auch bei der Diskussion über die Eckpunkte des Fußverkehrsteils war ja ein Ziel, wirklich die Grundlagen zu schaffen für mehr Aufenthaltsqualität für alle Menschen, ob Beeinträchtigung oder nicht.
Das muss gewährleistet werden und der Superblock ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, wieder den Straßenraum, den öffentlichen Raum für die Menschen zurückzugewinnen. Und da müssen wir hin. Wir müssen aber den Straßenverkehr, den Autoverkehr ersetzen. Und das ist, glaube ich, die größere Arbeit, als den Kiezblock zu gestalten. Dankeschön. Dann würde ich Ihnen gerne noch Carolina Matzer vorstellen vom ADFC Berlin. Sie ist dort für Aktion und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie seht ihr vom ADFC oder aus Verbändesicht oder aus zivilgesellschaftlicher Sicht denn den Kiezblock? Ja, ich denke, dass die Kiezblocks wirklich eine große Chance für Berlin wären, eine lebenswerte Stadt zu werden. Und die Vorteile sind viele. Einige wurden auch schon genannt: Lebensqualität, geringere Abgase. Und ich finde, aus der Perspektive einer Radfahrerin auf jeden Fall sicherere Straßen mit dem Rad, aber auch zu Fuß. Weil gerade sind unsere Straßen voll von Autos und es gibt viele Leute, die gerne Radfahren oder vielleicht Radfahren würden, wenn es einfach sicherer wäre. Von daher, wie wir auch in den Bildern gesehen haben, es gibt einfach einen sehr friedlichen Zusammenhang von Radfahrenden und zu Fuß gehende. Und das, glaube ich, ist die Vision, die wir in Berlin brauchen. Mhm. Ja, danke schön. Dann möchte ich Ihnen noch Tino Schopp vorstellen. Tino Schopp ist verkehrspolitischer Sprecher der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Also Sie sehen, Sie erkennen ein Muster. Wir haben alle Regierungsparteien von Rot-Rot-Grün eingeladen. Und Sie sind also Sie sind Abgeordnete aus Pankow, was wir vorhin ja auch schon angesprochen haben. Und jetzt möchte ich auch Sie noch fragen, so, wie stehen Sie zu den Superblocks und ist es deckungsgleich mit Ihrer Vision, die Sie umsetzen möchten? Was glauben Sie, was ich Ihnen jetzt erzähle? Also, wir haben die Koalition eingeladen und wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns dafür ausgesprochen, wir wollen die Verkehrswende in Berlin einleiten und der Superblock oder die Superblocks können hier einen Beitrag dazu leisten. Das wurde ja schon angesprochen von den beiden Kollegen, aber auch von den Damen. Moritz hat angesprochen, das Mobilitätsgesetz. Es wurde angesprochen, die Aufenthaltsqualität und die Superblocks, die können eben dazu beitragen, dass wir in der Stadt weniger Lärm haben, die Luft sauberer wird und natürlich auch, was ganz wichtig ist für alle, mehr Verkehrssicherheit. Ich selbst war im letzten Jahr im März mit dem Ausschuss Stadtentwicklung Wohnen in Barcelona. Wir haben uns unter anderem, war ja für mich interessant, die Superblocks auch mal angeschaut. Wir kommen ja nachher noch in die Diskussion, weil das ist eine tolle Sache und ich bin damals von Barcelona dann wieder nach Berlin zurückgefahren oder zurückgereist und habe dann gesagt, also das, was die in Barcelona können, das können wir in Berlin auch. Ich weiß aber auch um die Schwierigkeiten und das ist nicht einfach zu sagen, wir richten jetzt einfach mal einen Superblock ein, weil es hat viele Vorteile, gar keine Frage, aber man muss sich auch mit den Nachteilen auseinandersetzen. Und was ganz wichtig ist, man muss diejenigen, die dann, sage ich mal, die Nachteile erleiden müssen, die müssen mitgenommen werden. Aber dazu nachher gerne noch ein bisschen mehr. Genau, das war ja eigentlich auch schon eine perfekte Überleitung. Also es ist ja auch erstmal zu sagen, es ist ja auch erstmal gut zu sagen, wir sind alle in der Vision, wir sind uns einig, dass es eine gute Sache ist. Und Sie haben ja genau den kritischen Punkt angesprochen, wie kommen wir da hin? Und das wird die Frage, die uns auch über den Abend beschäftigt. Aber es ist ja auch erstmal schön, mit einer Gemeinsamkeit anzufangen. Eckhard Guttara, du hast schon ziemlich viel gesagt. Ich weiß, ach, keine Kritik, aber ich weiß ja auch, dass du auch inspiriert bist, wie es in Barcelona ablief. Vielleicht können wir bei dir auch schon ein bisschen überleiten zu der nächsten Frage, weil ich glaube, deine Vision und die Frage, die dahinter steht, haben wir gut erläutert. Was wären denn konkret irgendwie die Möglichkeiten oder was wären denn konkret die Fragen, die offen sind, die wir ansprechen müssen, die wir offen, die Bedenken von Menschen, wenn du sie auch mit dem Konzept Kiezblocks konfrontierst? Also grundsätzlich erstmal freue ich mich, dass wir heute schaffen, tatsächlich hier auch mit der Politik damit in Kontakt zu kommen. Wir haben halt die Bürgerinitiative gegründet, haben schon viele Rückmeldungen, sind Ängste. Das sind aber, glaube ich, Ängste und sag mal, das ist mir auch das Wichtige, dass wir das hier zum Laufen bringen und diese Ängste überwinden. Das sind Ängste, die auch in Barcelona bestanden oder die auch in Vitoria Gasteiz bestanden. In Hamburg wurde auch ein Projekt gestartet, auch das. Und wo man mittlerweile auch weiß, ja, die kann man erstmal, auf die Gedanken kann man kommen, aber die sind nicht begründet. Und wir werden wahrscheinlich auf das Thema Lieferverkehr kommen, nehme ich an. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das einfach mal thematisieren. Da gibt es auch Studien, die zeigen,
das kann man lösen, beziehungsweise das ist vielleicht gar nicht so begründet, wie man denkt. Also teilweise ist es halt so, dass man sagt, warum, wenn das Auto nicht da ist, und die Leute fragen, dann geht es runter mit dem Einzelhandel. Das ist teilweise gar nicht so. Was mir halt wichtig wäre, dass wir nicht zu lange mit diesen Ängsten und Dingen vor uns hertragen, sondern wirklich versuchen, gemeinsam halt hier schnell anzugehen. Weil ich glaube, wir haben mit dem Konzept, was Frau Jahres auch meinte, die Möglichkeit, das tatsächlich schnell umzusetzen. Wichtig ist, glaube ich, und das ist auch eine Erkenntnis aus Barcelona, dass man halt versucht, viele mitzunehmen. Und da sind wir auch, glaube ich, wieder auf der gleichen Bank, um zu gucken, dass wir wirklich ja nicht nur ein paar vorgehen und der Rest murrt, sondern wirklich alle, die ihre Ängste haben, die auch äußern können, aber auch schnell zeigen, dass vieles von denen vielleicht gar nicht so begründet ist. Das macht doch gleich ganz Sinn, dass wir da eigentlich auch in die Diskussion eigentlich mit einsteigen. So, was sind denn, was wir ja auch gesehen haben im Film, ist die Möglichkeit, dass es dort auch, also auch in Barcelona gab es Widerstände, es gab auch die größten Widerstände, wenn man jetzt auch nicht nur sich das Thema Kiezblocks anguckt, sondern wenn man sich generell das Thema Veränderung anguckt, wie das in der Maria-Hilfer-Straße in Österreich war oder in anderen Beispielen. Aber sind Superblocks nicht die Möglichkeit, auch schnelle Veränderungen herzustellen in der Stadt und auch schnell sichtbare Veränderungen herzustellen? Und gerade wenn wir eben jetzt in Berlin die Möglichkeit haben, oder in Berlin haben wir ja auch eine rechtliche Grundlage, das Mobilitätsgesetz. Also was wären denn, also wie könnten wir denn möglichen Bedenken gut entgegentreten? Oder, also ich meine, Eckhard Guterin hat schon den Lieferverkehr genannt, was sind denn andere problematische Fragen, die immer wieder aufkommen? Also es ist auch in dem Vortrag ja schon vorgekommen, dass es um öffentlichen Verkehr geht, dass der auf jeden Fall durchfahren kann. Es geht auch immer wieder darum, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Kiezblock und einem autofreien Block. Vielleicht können wir darauf auch nochmal eingehen. Ich würde die Diskussion jetzt einfach gerne eröffnen und ich würde das auch gerne ein bisschen dynamischer machen. Ich würde jetzt nicht irgendjemanden aufrufen. Wer möchte denn beginnen? Wer möchte denn die Grundlage legen? Sonst muss ich jemanden aufrufen. Wo ist denn das Mikro hinten geblieben? Dann probiere ich mal ein paar Bedenken zu äußern. Natürlich Ver- und Entsorgung muss hier sicher sein, also das Müllfahrzeug muss auch noch überall hinkommen. Feuerwehr, Krankenwagen, mit denen müsste man sicherlich ins Gespräch kommen. Also das sind sicherlich alles keine unlösbaren Probleme, aber mit denen muss man reden. Und ich glaube auch der Ansatz, so weit über einen Einwohnerantrag zu machen, sozusagen Unterschriften zu sammeln, dafür aktiv zu werben, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, damit man die Bevölkerung mitnimmt. Wir haben im Abgeordnetenhaus gelegentlich auch über die Bergmannstraße sprechen dürfen, über das Unmögliche der Begegnungszonen. Das wird nicht immer so geteilt, die Dinge, aber ich glaube, Akzeptanz muss in der Bevölkerung geschaffen werden. Und wenn man da schrittweise vorgeht, dann ist für niemanden Weltuntergang. Wenn sich der Kiez sozusagen, der Durchgangsverkehr, vielleicht als erstes blockiert wird, dass er nicht mehr durch kann, und dann geht man vielleicht an die Gestaltung und da muss man, wird man auch nicht das fertige Konzept gleich haben, sondern man muss sich ausprobieren, werden bestimmte Sachen noch angenommen von den Leuten, wollen die das überhaupt so, oder ist eben, ist irgendwie ein bestimmter Spielplatz da, das, was man sich wünscht, und muss man ausprobieren und experimentieren. Genau, und das Gute ist, dass wir Diagonalsperren haben wir ja schon, das kennen wir schon in Berlin, wir wissen auch, dass es zum Beispiel auch, dass das funktioniert mit Feuerwehr, mit Entsorgung, und es ist einfach auch eine gute Frage der Kommunikation, wie wir da gemeinsam rangehen und um eben auch genau solche Ängste zu nehmen. So kommt der Krankenwagen nicht vielleicht besser durch, wenn eben die Straße dann im besten Fall nicht mehr verstopft ist, sondern wenn nur noch die durchfahren, die da auch wirklich hinfahren wollen. Und ich glaube, es kam erst letzte Woche die Frage auf, im Notfall kann man auch solche öffentliche Versorger dann eben auch mit Schlüsseln, gegebenenfalls Schlüsseln ausstatten, dass die diese Diagonalsperren zur Not auch wieder aufbrechen können. Ich würde mal weitergeben an andere mögliche Bedenken, wie wir sie am besten gleich lösen können. Ja genau, ich wollte auch zu den Lösungen direkt kommen. Genau. Ich denke auch, dass ganz wichtig ist, Alternativen zu schaffen. Generell, dann, wenn wir sagen, wir wollen den Pkw-Verkehr reduzieren,
müssen wir Alternativen anbieten. Und das ist zum einen der ÖPNV als Alternative eben für längere Strecken und auch das Fahrrad, also Radschnellwege zu schaffen. Und gerade beim ÖPNV denke ich aber auch, dass wichtig ist, vor allem von der inneren Stadt, wo man eben schon sieht, zu Spitzenzeiten ist der extrem ausgelastet und da ist eigentlich nichts mehr möglich, dass man da auch was zeigt, wir sind da dran und machen eben was, um da auch die Kapazitäten auszubauen und eben da wirklich dann diese Alternativen zu haben. Und dann ist es eben auch ganz wichtig zu zeigen, was gewinnt man eigentlich dadurch. Also es geht ja nicht darum, bestimmte auch Verkehrsarten rauszudrängen, das ist ja auch nach wie vor so bei dem Superblock-Konzept, dass man überall mit dem Auto halt reinfahren kann. Aber eben auch zu zeigen, man gewinnt zum einen Fläche, die man nutzen kann. Man kann da das Begrünen, Hochbeete hinstellen, mobile Bäume hinstellen. Also man gewinnt halt Aufenthaltsqualität. Sicherheit steigt, das heißt, man kann auch Kinder alleine auf die Straße lassen, muss eben auch nicht dabei sein, beaufsichtigen, sondern es entsteht halt so eine Art kleines Dorf dadurch ja auch, wo die Sicherheit dann eben auch erhöht ist. Also wirklich diese Frage, was gewinnt man und was können wir auch machen, wie können wir das auch nutzen, diese Orte, die quasi so ein bisschen auch als öffentliche Wohnzimmer zu gestalten, dass man halt rausgeht aus den Häusern und das nutzt und das wird halt in Barcelona schon ganz viel gemacht und es klappt auch sehr gut. Also ich glaube, dass die Einwände, die es gibt, die sich jetzt auf den Kiezblock selbst unmittelbar beziehen, dass die alle lösbar sind. Weil das ist erstmal eine gering investive Maßnahme. Sie ist auch korrigierbar, das heißt, man kann Erfahrungen sammeln und möglicherweise dann Änderungen vornehmen in der Verkehrsführung. Und das Entscheidende ist, dass man den Dialog vor Ort mit den Anwohnerinnen und Anwohnern über mögliche Lösungen führt und versucht, dort einen möglichst großen Konsens herzustellen. Ich sehe das größte Problem in dem Bereich außerhalb des Kiezblocks. Weil wenn ich den Durchgangsverkehr durch die Kieze abschneide, dann verlagere ich erstmal den Verkehr auf die Hauptverkehrsstraßen, wo wir jetzt schon Stau haben. Deshalb gibt es ja diesen Ausweichverkehr durch die Kieze. Darauf ist die Antwort Ausbau alternativer Angebote, ÖPNV, Ausbau der Radinfrastruktur. So, Ausbau der Radinfrastruktur bedeutet Verringerung des Platzes für den Autoverkehr, für den Durchgangsverkehr. Was erklärtes Ziel ist in der Koalition, was wir auch wollen, was auch im Mobilitätsgesetz so vorgesehen ist. Das wird natürlich weiter zu Gegenwind und Widerstand führen. Und das Problem ist, der Kiezblock ist sozusagen eine geringinvestive Maßnahme. Der Ausbau des ÖPNV ist eine hochinvestive Maßnahme, die auch einen entsprechenden Vorlauf braucht. So, ich glaube, da haben wir das größte Problem, die Akzeptanz herzustellen, dass wir da auf der politischen Ebene nicht massiven Gegenwind bekommen. Und wenn ich höre, dass aus der Bezirksverwaltung dann Einwände kommen nach dem Motto, das sind öffentliche Straßen und da darf jeder fahren. Ja, darf er auch im Kiezblock, aber er kommt halt nicht zu seinem Ziel, dass er das als Durchgangsverkehr nutzen kann. Aber das ist, wo ich glaube, dass es wichtig ist, da erstens den öffentlichen Druck zu erzeugen, die Anwohnerinnen innerhalb des Gebiets, das für den Kiezblock vorgesehen ist, zu gewinnen. Und zum Zweiten ist das eine Anforderung an uns auf der politischen Ebene, wirklich das Thema Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs wirklich massiv voranzutreiben und zu sehen, dass wir da schnell genug vorankommen. Ich würde mir da einiges schneller wünschen. Ich sage mal Stichwort Straßenbahnausbau. Müsste und dürfte und sollte schneller gehen, als das gegenwärtig der Fall ist, weil das ist, glaube ich, die größte Akzeptanzschwelle, wo wir auf der übergeordneten politischen Ebene Gegenwind bekommen können, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir sagen, wir haben eine vernünftige Alternative zum Autoverkehr und ihr müsst nicht im Stau stehen auf den Hauptverkehrsstraßen, sondern ihr kommt schneller mit dem ÖPNV oder auf bestimmten Strecken auch mit dem Rad zu eurem Ziel und obendrein umweltfreundlicher. In diesen Ausführungen waren meiner Meinung nach schon zwei wesentliche Punkte drin. Also einerseits in diesen übergeordneten Straßen oder in diesen Straßen, die wir dann weiterhin für den Durchgangsverkehr bereithalten wollen,
haben wir hier in Berlin auch die Situation, dass es dann eben Hauptstraßen sind oder übergeordnete Straßen, die eben auch dem Senat unterstellt sind und die ja auch jetzt auch schon im Mobilitätsgesetz ist ja eigentlich eine klare Aufteilung dieser Straßen rechtlich auch schon festgelegt, wie die auszusehen haben. Was dann dieses Nebenstraßennetz angeht und was eben auch auf diese Gestaltung der Kiezblocks angeht, da sind wir ja dann oft dann auf bezirklicher Ebene wieder unterwegs. Und ich glaube trotzdem, dass es eben irgendwie wichtig ist, da auch eine Konsistenz herzustellen, um eben auch zu sagen, es gibt eine politische Linie, es gibt eine politische Vision, auf die wir hingehen wollen. Und wenn man sich das auch irgendwie aus anderen Ländern, aus anderen Beispielen das anguckt, dann wird es erstmal logischerweise nicht ohne ohne Gegenwind funktionieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man trotzdem diese Schritte geht und dass man eben auch, auch mit dem Wissen, dass irgendwie Gegenwind kommen wird, sich Konzepte überlegt, wie man das in einem kommunikativen Format oder wie man einfach in einem gewissen Vorgangsformat das in eine logische Reihenfolge bringt. Der andere Punkt, der noch im vorherigen Statement aufkam, war, es wird dann eine dörfliche Infrastruktur, wenn ich das richtig, oder eine dörfliche Aufenthaltsqualität. Und ich glaube, da sind vielleicht auch noch wieder Bedenken, dass dann der Radschnellweg vielleicht nicht unbedingt zu der Verkehrsberuhigung führt. Das heißt, wir müssen auch in den Nebennetzen gucken, was ist denn wirklich auch die Geschwindigkeit, um diese Aufenthaltsqualität dort zu gewährleisten. Wir haben jetzt schon sehr viele von diesen möglichen Bedenken angesprochen und ich glaube, die Liste ist ewig, die können wir auch ewig ausführen und da will ich auch nicht so lange drauf rumreiten, sondern ich sehe ja eigentlich die Möglichkeit, dass wir in den Handeln kommen können mit dem Konsens oder mit zumindest der Vision, die wir hier alle gemeinsam teilen. Um auch solche Bedenken, die wir haben, um denen auch entgegenzuwirken, hatte ich ja gerade schon erwähnt, das ist auch oft eine Frage der Kommunikation und des Formats, wie man das angeht. Und deswegen würde ich gerne nochmal in die Runde fragen, was wäre denn eine sinnvolle Reihenfolge, das anzugehen? Also wir haben ja hier auch in der Runde vor allem auch politische Träger sitzen, die auch Entscheidungen mitverantworten, die Visionen mit vorangehen, geben und die natürlich auch von der Seite des Abgeordnetenhauses oder von Landesebenseite einwirken, während wir Bürgerinitiativen haben, die eher den anderen Ansatz wählen. Was sind denn aus der jeweiligen Perspektive die Schritte, wie zum Beispiel auch so eine Bürgerinitiative auch von der Landesebene und von der Landespolitik konkret mit unterstützt werden kann? Was wären denn dann Möglichkeiten? Sie haben jetzt gerade noch das Mikro, wollen Sie sprechen oder möchten Sie weitergeben an die Koalitionskollegen? Die Unterstützung der Landesebene. In diesem Fußverkehrsteil, was jetzt zur Verabschiedung steht, wird auch gerade die Möglichkeit, also das ist ein Passus zum Beispiel, dass gerade aus der Bürgerschaft, aus den Bürgerinitiativen die Ideen zur Verkehrsberuhigung oder Aufenthaltsverbesserung haben, dass die unterstützt werden soll. Da gibt es einen Passus zu. Es gibt auch einen Passus in Pankow, es ist ja gerichtlich mal verhindert worden, eine temporäre Spielstraße. Also dass solche Sachen, auch temporäre Sachen, freitags ist die Straße autofrei, leichter möglich wird. Das ist jetzt auch möglich, aber dann wird es sozusagen leichter möglich sein. Sollen auch 10 Projekte wieder besonders gefördert werden, die in 5 Jahren umgesetzt werden sollen. Also ich glaube, da ist erstmal sozusagen die rechtliche Grundlage erweitert und dadurch, das wird auch wieder ein Weilchen dauern, die Verwaltung mit ihren Regelwerken muss sich dem anpassen. Und das wird ein bisschen dauern. Wir wollen es alle viel schneller, aber das habe ich zumindest gelernt. Die Verwaltung darf man bei der ganzen Sache nicht außen vor lassen, sondern die muss man mitdenken. Und zum Vorgehen, ich denke, da seid ihr sogar besser organisiert, wie ich das hätte. Werben dafür natürlich, klar, in solchen Veranstaltungen. Oder auch mal auf der Straße, wenn es nachher wärmer ist.
vielleicht mal am Wochenende so eine Aktion machen, wo man dann schon mal nachstellt oder vorstellt, wie könnte das sein. Und dann eben, also ich finde das mit dem Einwohnerantrag wirklich viel besser, als wenn das jetzt hier in der BVV über irgendeine Fraktion läuft. Weil ich glaube, die Akzeptanz ist dann auch eine andere, wenn das so kommt. Obwohl wir uns natürlich gerne vortun würden, aber ich glaube, das nutzt der Sache nichts, sondern wenn das aus der Einwohnerschaft kommt, ist das wirklich viel besser. Ja, ich will jetzt nicht widersprechen, Harald, aber ich komme aus Pankow, das hatten Sie ja auch vorhin gesagt, und in Pankow läuft es doch ein bisschen, oder ist es etwas anders gelaufen? Also erstmal, Sie haben ja schon einen ordentlichen Schritt gemacht, Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet. Ja, da beteiligen sich viele, viele Anwohnerinnen und Anwohner, viele Engagierte, das ist schon mal lobenswert, das ist schon mal klasse. Dann organisieren Sie so eine Veranstaltung wie heute, der Saal ist voll, klasse. Sie schaffen es, drei Landespolitiker hierher zu holen, die sich mit Ihnen unterhalten. Super. Also Sie sind schon auf einem guten Weg. Jetzt brauchen Sie nur noch den Bezirk dazu. Also Bezirksverordnete. Und auch da sind Sie ja schon dran. Und ja, natürlich kann man das stellen. Ja, klar, warum nicht? Aber in Pankow haben wir Folgendes gemacht. Das wurde ja vorhin auch schon von Ihnen gesagt. Wir sind da schon ein bisschen weiter. Wir haben einen einstimmigen Beschluss in der BVV gefasst zum Thema Superblocks. Dass wir dieser Antrag bzw. der Beschluss fordert eben das Bezirksamt Pankow auf, jetzt eben zu schauen, welche Kieze in Pankow machen Sinn, dort dieses Modell Superblock dann nochmal auszuprobieren. Wir werden es nicht gleich auf gesamt Pankow ausdehnen können, das ist ja klar, sondern wir haben dort ein paar Vorschläge gemacht, haben gesagt, da könnten wir uns das vorstellen, unter anderem auch bei mir im Wahlkreis. Finde ich natürlich toll, wenn es dann auch als erstes dann auch umgesetzt wird. Aber der Bezirk soll einfach mal entscheiden. Wir haben aber auch weitere Anträge reingebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht so lange warten, bis da mal irgendwie eine Machbarkeitsstudie irgendwie organisiert wurde oder mal irgendwann fertig ist, sondern es sind ja auch teilweise einfache bauliche Mittel oder Sachen, die gemacht werden können, indem man zum Beispiel einfach sagt, okay, wir machen hier eine Einbahnstraße oder aber wir machen hier eine Diagonalsperre, in welcher Form auch immer. Und auch das wurde beschlossen, auch das finden die Bezirksverordneten zum großen Teil, nicht alle Fraktionen, aber der größte Teil, wir haben da auch eine Zielgemeinschaft, auch Rot-Rot-Grün, die finden das alle toll, es wird dann auch gemacht und da fangen aber die Probleme an, weil das ist ja das, was ja auch gesagt wurde, was Harald Wolf gesagt hat, das ist auch das, was ich in Barcelona erlebt habe. In diesen Superblocks, das finden alle toll, die Menschen, die da leben, die haben am Anfang auch Bedenken. Jetzt erleben sie es aber und sagen, oh, ist ja geil. Und irgendwann haben sie sich auch daran gewöhnt, dass es mit dem Auto, naja, vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber was du brauchst, das sind die flankierenden Maßnahmen. Ja? In Barcelona, was haben die gemacht, bevor sie mit den Superblocks angefangen haben? Die haben den ÖPNV massiv ausgebaut. Die haben zum Beispiel U-Bahn gebaut. Da haben wir in der Koalition unterschiedliche Sichtweisen. Ja? Die einen finden das toll, die anderen weniger, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich will nur damit sagen, die hatten einen Vorlauf. Und das muss hier natürlich auch passieren. Heißt aber nicht, dass wir zu lange warten, bis wir den ÖPNV hier vorher gebracht haben. Sondern wir müssen auch mal anfangen. So. Und das Problem, was die in Barcelona haben, der Verkehr in den Seitenstraßen, also es sind ja mal drei Blocks, wissen Sie ja, dreimal drei. So, an den Hauptstraßen hast du jetzt den massiven Verkehr. Und da gehen die Leute auf die Barrikaden. Das ist das Problem, was die gerade in Barcelona haben. Deswegen ist wichtig, Kommunikation ist das Finden einer gemeinsamen Sprache. Die Leute, die dann in Anführungsstrichen belastet sind, die muss man einbinden, mit denen reden. Weil das werden nicht alle toll finden. Völlig klar. Aber wie gesagt, sie sind da auf einem guten Weg. In Pankow sind wir schon ein bisschen weiter. Ach so, und was ich noch sagen wollte, wir müssen gerade als Landespolitiker, es ist auch unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass dann die Bezirke auch entsprechend mit personellen Mitteln ausgestattet werden. Weil es ist ja schön und gut, wenn wir alle sagen oder die BVV beschließen, jawohl, wir wollen einen Superblock haben oder eine Verkehrsberuhigung, aber in der Verwaltung hast du keinen, der das dann in irgendeiner Art und Weise umsetzen kann. Also da sind wir als Landespolitiker auf alle Fälle gefordert. Ja, da würde ich gerne direkt mal reinschauen. Es freut mich genau, dass es in Pankow scheinbar doch sehr gut läuft und der Prozess ja auch wirklich flankiert wird, genau von der Landespolitik. Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt sich der Thematik nähert, man natürlich sehr oft auf die Probleme
Problematik stößt, wer hat denn die Verantwortung für welche Straßen? Das ist ein Problem, klar, also ich glaube, es ist nicht so leicht zu lösen. Andererseits ist es aber auch immer ganz gerne ein Argument, das man nutzt, um dann Ping-Pong zu spielen. Und damit kann man, glaube ich, auch Bürgerengagement sehr schnell ins Ruhige laufen lassen. Also das ist in Lichtenberg zum Beispiel was, das hat mittlerweile ein Bad, wenn man schon länger kennt, aber wenn man das erstmal sieht, da wundert man sich halt. Und das wäre sowas, da würde ich mir, wenn man sich dann da engagiert, auch ein bisschen Unterstützung wünschen, dass man klare Strukturen hat, wo man wirklich weiß, wer ist denn da wirklich zuständig, ne? Und was heißt denn da zuständig? Wir haben zum Beispiel, und das ist auch ein Problem, nicht nur was wir hier haben, ich hatte vorhin diese Umweltgrundspur mal gezeigt, alles wo irgendwie BVG fährt, da will der Senat oder will die Landesebene natürlich mitreden, ne? Weil das immer ein übergeordnetes Thema ist. Aber das wird dann auch meistens mal direkt so, oh, ein Riesenproblem, ja. Boah, da kann man gar nicht arbeiten mit dem. Wir hatten mit Herrn Rico Gast von der BVG Trambereich gesprochen. Wo ist das Problem? Ja, ich komme gerne vorbei, diskutieren wir darüber. Also, dass man irgendwo Formate schafft, und ich denke, das überfordert eine Bürgerinitiative, solche Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, leichter Klarheit zu kriegen, wer muss eingebunden werden, was sind die Interessen, welche Interessen sind wirklich mal tiefgreifend. Die Polizei, Feuerwehr müssen irgendwo durch, ist klar. Ich glaube, bei der BSR, die kennen den Rückwärtsgang auch ziemlich gut, das ist vielleicht gar nicht so tragisch. Also wo sind so die Prioritäten? Und da wäre es wichtig, auch von der Landesebene halt eine Ansprechperson oder einen klaren Informationsfluss zu haben und dann eine Unterstützung zu haben, um das Ganze einfach wirklich leichter auf den Weg zu kriegen. Und ich denke, was Herr Wolf sagte, auch ganz wichtig, dass die Landesebene so ein bisschen auch signalisiert, wir wollen das auch in der Bezirksebene. Weil, wie gesagt, es ist leider nicht alles Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Ich glaube, Lichtenberg ist jetzt gar nicht so schlimm, es gibt noch andere Bezirke, die noch schlechteren Ruf haben, aber ich meine, brauchen wir jetzt hier gar nicht groß den Wettbewerb ausbauen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass wirklich die Koalition sagt, irgendwie, das ist nicht nur was wir im Roten Rathaus diskutieren, sondern das möchten wir bitte in allen Rathäusern drin haben. Und wenn wir das in dem Gesetz drin haben, guck mal, dass wir wirklich nicht nur einen Passus haben, wir unterstützen die Bürgerinitiativen, sondern das in die Mitte, um es wirklich zu tun. Ordnen, was aufgekommen ist, weil es sind unterschiedliche Aspekte. Die einen Aspekte sind zum Beispiel die Gewinnung von den Anwohnerinnen, was zum Beispiel temporäre Maßnahmen angeht, was man da für Mittel schaffen kann, das hatte vor allem Harald Moritz angesprochen, dass man eben erstmal das erlebbar macht. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, in dem wir in dem Zuge, das ist einfach ein Aspekt und eine Seite, die wichtig ist, um eben die Anwohnerin zu gewinnen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass viel auch aus der Anwohnerinschaft kommt, möchte ich eher auf die Aspekte eingehen, die zum Beispiel die personellen Mittel, also was zum Beispiel auch, was kann denn eigentlich von Senatsebene auch in die Bezirksebene reinfließen, an personeller Kapazität, an irgendwie an Wissenstransfer, auch an Leitungs-, also und an Weisungstransfer und was sind denn so sogenannte irgendwie flankierende Maßnahmen, die eben auch noch wirken können, weil so wie wir das jetzt hier in der Runde sehen, ist es natürlich irgendwie so ein bisschen der Sandwich, sage ich mal. Es gibt die Bewegung von unten und es gibt die Möglichkeit von oben und es gibt eigentlich den Adressaten, der sich in Berlin natürlich unterschiedlich darstellt und das ist der Bezirk. Und wie kann man jetzt eigentlich in dieser Runde konstruktiv darüber nachdenken, was die Möglichkeiten sind, das Konzept vorwärts zu treiben? Ich würde gerne nochmal da in die Runde geben, vielleicht fangen wir nochmal hier an. Danke. Ist ein bisschen schwer mit einem. Ja, also es sind ja mehrere Aspekte angesprochen worden. Ich denke, das eine ist, was von der zentralen Ebene stattfinden kann, ist, dass man Unterstützung gibt, dass man auch dieses, auch bezogen auf die bezirkliche Ebene, also diese Konzeption der Kiezblocks, dass man da Handreichung gibt, dass man Informationen gibt etc. Das ist das eine, weil ich glaube, es ist ein neues Thema für die Verwaltung und neue Themen sind immer schwierig für Verwaltung. Das ist so. Wie kann man das konkret machen? In welchem Format? Na, ich sagte ja, also angefangen davon, dass man also Konzeption auch erstmal überhaupt popularisiert, dass man es deutlich macht, angefangen, dass die Verwaltung Broschüren macht, dass sie mal auch eine Tagung macht, wo sie Erfahrungen aus anderen Städten, international und möglicherweise auch national,
dazu holt und darüber das Thema einfach mal popularisiert, auch gegenüber der Verwaltung und sagt, Leute, das ist ein Thema, das ist woanders durchaus erfolgreich praktiziert worden. Dabei sind folgende Probleme und Diskussionen aufgetreten, die sind folgendermaßen gelöst worden und folgendes Problem ist möglicherweise noch nicht wirklich gelöst, aber darüber müssen wir reden und was kann das für Berlin heißen. Das ist das eine. Das zweite ist das Problem der vielen Akteure, die wir haben, immer Zweistufigkeit der Verwaltung. Mal das Stichwort Verkehrslenkung Berlin, die ja jetzt integriert ist in die Senatsverwaltung und wo wir uns einen gewissen Effekt von versprechen. Aber das ist auch ein Thema, das auch bei den Akteuren in der Hauptverwaltung das Bewusstsein existieren muss, dass nicht wie in der Vergangenheit die Hauptaufgabe der Verkehrspolitik darin besteht, zu sagen, der Autoverkehr muss fließen, sondern dass es einen Paradigmenwechsel in der Berliner Politik gibt, wie gesagt, Vorrang für den Umweltverbund und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, dass das Priorität hat und nicht die Frage, Autoverkehr muss fließen. So, das ist der eine Punkt. Und dann gibt es die verschiedenen Akteure, angesprochen, BVG etc. etc. Also da eine Koordinierungsleistung zu erbringen und Unterstützung von Seiten der Hauptverwaltung, das kann das natürlich auch vorantreiben, weil wenn die verschiedenen Verwaltungsebenen sich wechselseitig Briefe und Stellungnahmen schicken und das nicht wirklich zusammengebunden ist in irgendeiner Form von Lenkungsgremien, wo man das koordiniert, dann ist man im klassischen Verwaltungsping-Pong, wo erstmal viel Verwaltungsaufwand getrieben wird, viel Kommunikation mit E-Mails und Briefen stattfindet, aber sich real nichts bewegt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Deshalb ist es wichtig, die Akteure, wenn man das wirklich will, relativ frühzeitig zusammenzubringen in Form des runden Tisches oder in irgendeiner Form des Lenkungs- oder Entscheidungsgremiums, damit die Themen wirklich gemeinsam vorangebracht werden können und die Akteure an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und nicht nur sozusagen in ihrer eigenen Blase sind als BVG oder als Bezirk oder sonst noch was und da nur über ihre eigene Perspektive reden, sondern dass die Gesamtperspektive bei einem solchen Konzept in den Vordergrund kommt. Also insofern kann da die Hauptverwaltung, kann die Politik da einiges tun, statt immer nur auf den Bezirk oder auf die anderen zu verweisen. Weitergehen an Dr. Jawas, aus Ihrer Forschungserfahrung, auch aus anderen Beispielen. Nun denken wir immer, dass in Berlin haben wir eine besondere Verwaltungssituation mit der zweistufigen Verwaltung, aber wie ist denn die Rolle zum Beispiel in anderen Beispielen, die Sie auch, die Rolle der Verwaltung in anderen Beispielen, die Sie untersucht haben und was können Sie dafür auch für Rückschlüsse auf Berlin ziehen? Was sind Ihre Gestaltungstipps, wie man eben dieses Dilemma vielleicht auch auflösen kann und wie man auch von Senatsseite auf die Weiterentwicklung der Kiezblocks ganz konkret mit einwirken kann. Also ich glaube auch diese Idee des runden Tisches ist eine sehr gute Idee, also wirklich Bezirke zusammenzubringen, den Senat und eben auch Initiativen. Also runder Tisch, Superblock oder Kiezblock, würde ich sagen, ist eine sehr gute Idee. Da würde ich auch gerne mal kurz darauf eingehen, auch was Sie meinten, Herr Moritz, weil ich sehe auch, dass diese Einwohneranträge sehr gut sind, um halt eine demokratische Basis zu schaffen und eben auch zu sagen, okay, es wollen viele Leute und wir sehen, dass es halt nachgefragt, also setzen wir es auch um. Andererseits denke ich halt, dass es schwierig wird, für ganz Berlin jetzt auch darauf zu warten, dass eben sich ganz viele Initiativen bilden, diese Anträge machen. Das dauert ja im Endeffekt dann doch schon auch ein Jahr, auch wenn es relativ schnell geht. Und dass es da eben sehr wichtig wäre, wirklich so eine übergreifende Strategie zu entwickeln, was man auch gut an so einem runden Tisch machen könnte. Und sagen könnte, es gibt auf jeden Fall Initiativen, die das gerade versuchen, am Ostkreuz, dann Karl-August-Kiez, auch in Charlottenburg-Wilmersdorf. Und dass man eben die zusammenbringt, Pankow natürlich, und sagt, wir wollen eben eine Strategie wirklich entwickeln für ganz Berlin und nicht so punktuell nur von ein paar Initiativen vorgeschlagen. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Frage, was Sie auch angesprochen hatten, Herr Schopp, dass eben es auch Personen natürlich gibt, die mehr darunter leiden, wenn der Durchgangsverkehr aus bestimmten rausgehalten wird.
Das ist auf jeden Fall klar, dass sich das ja doch am Ende natürlich irgendwie hofft man, dass es sich verlagert hat auf die anderen Verkehrsmittel. In Barcelona ist es ja auch so, dass auf den Hauptstraßen dann halt Tempo 30 eingeführt wird, damit im Prinzip dann alle was davon haben. Also auch die, die nicht selber Superblock leben, haben dann zumindest die etwas verkehrsberuhigtere oder ja, weniger Geschwindigkeit, die Straße direkt vom Haus. Also da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Aber klar, da kommt es halt wieder auf den Senat auch drauf an, was die dann entscheiden bei den Hauptstraßen. Da ist jetzt auch nochmal konkret auf Herrn Wolf eingegangen. Entschuldigung, ich habe irgendwann gedacht, irgendwann an diesem Abend passiert das bestimmt. Würde ich gerne auch das Wort nochmal an Sie übergeben, was Ihre Einschätzung ist, wie wir nochmal, wie wir das Konzept eben auch mit flankierenden Maßnahmen, die jetzt ja auch wieder erwähnt wurden, in die Umsetzung bekommen. Ja, es gibt ja eben in verschiedenen Bezirken schon Ansätze. Also ich war vor ein paar Monaten im Wrangelkiez, autofreier Wrangelkiez, auch Friedrichshain-Kreuzberg macht ja da auch, arbeitet mit Diagonalsperren. Und es ist sicherlich eine gute Idee, diese Akteure, die jetzt schon aktiv sind, ob es jetzt die Verwaltung ist oder Initiativen zusammenzubringen, dass die ihre Erfahrungen austauschen. Wie ist es denn da angeordnet worden? Also für ein Nebennetz ist nicht die Verkehrsmanagement jetzt zuständig, sondern da sind die Bezirke zuständig. Und die brauchen natürlich auch mal die Mitarbeiter einen Tipp sozusagen, so haben wir es gemacht, da hat sich keiner aufgeregt. Also probiert es auch so oder wir machen es so, weiß ich nicht, ob in Pankow andere Begründungen sind. Wir sind nun mal in Deutschland und müssen mit der Straßenverkehrsordnung umgehen und da muss man dann eben für alle möglichen Anordnungen das natürlich auch gerichtsfest begründen und deswegen sollte dieser Erfahrungsaustausch sein. Ja, und daraus lassen sich dann vielleicht auch Handreichungen machen. Jetzt nur die Handreichung aus vom grünen Tisch, das wird dann auch wieder ein bisschen schwierig. Wenn es Erfahrungen gibt, sollten die gebündelt werden, sollte man sich austauschen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich würde nochmal weitergeben an Frau Matzer. Es ist jetzt sicher auch eine Riesenchance, wir müssen einfach überall Bürgerinitiativen machen und dann funktioniert es. Oder wie gehen wir jetzt weiter vor, auch aus so einer zivilgesellschaftlichen Perspektive nochmal aus einer Rolle raus? Was ist aus Ihrer Sicht nochmal wichtig, was eben auf Senatsebene und auf Bezirksebene für die Superblocks passieren muss? Ja, die Probleme, die genannt sind, die verschiedenen Zuständigkeiten, also ist natürlich eine große Hürde, aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist einen Plan, einen konkreten Plan und eine schnelle Umsetzung. Ich kann zum Beispiel aus meiner Nachbarschaft bringen, der Böhmische Platz, einfach 4 Rolle von der Seite, 4 auf der andere. Der Platz ist jetzt wieder für die Menschen da, man kann sich da unterhalten, sich sitzen, das war vorher nicht möglich. Wie gesagt, Leute sitzen, Leute fahren durch mit dem Fahrrad, alles ist ganz friedlich. Es gibt schon ein Bündnis, die ADFC zusammen mit Changing Cities, auch Fusserbau, PowerShift gegründet haben und sie haben einen Plan für Berlin gemacht. Das heißt Berliner Straße für alle und es gibt verschiedene Fokuspunkte, natürlich nur Radverkehr, sondern Fußgänger, Autofreie oder Kiezblock. Und von daher, wir sind schon bereit für ein Gespräch, wir können die Runde schon ganz bald öffnen, aber wichtig ist, dass die Umsetzung auch schnell ist, weil wir hatten schon dieses Jahr sehr viele tödliche Unfälle und es kann einfach nicht sein, dass die Straße so ein Ort ist, wo die Leute sich nicht trauen, die Straße zu kehren, einfach in eine Tragödie endet. Das muss enden und das müssen wir schnell ändern. Ich würde nochmal die Runde weitergeben. Was ich jetzt nochmal ganz spannend fand, war einerseits, was von der Bevölkerung kommt, wenn die Anwohnerinnen sich in Bürgerinitiativen zusammentun, können solche Modelle auch den Prozess beschleunigen, wenn sie zum Beispiel Machbarkeitsstudien zu einem gewissen Teil, also Machbarkeitsstudien nicht ersetzen, aber an Machbarkeitsstudien angerechnet werden, kann man da auch nochmal von behördlicher Seite irgendwie
entgegenwirken, was die Beschleunigung der Prozesse angehen könnte? Ich glaube, es hängt auch viel mit den jeweiligen Akteuren zusammen. Also ich meine, ich freue mich, dass wir so viele engagierte Bürger haben. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, diese Bürgerinitiative zu gründen. Wir haben vorhin auch gesagt, wir müssen die Verwaltung mit mehr Personalmittel ausstatten. Wir brauchen da auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber der Harald Wolf hat es vorhin gerade so schön gesagt. Die Verwaltung, gerade vor Verkehrslenkung in Berlin, war ja über Jahre hinweg immer darauf getrimmt, Auto. Wer hat Vorrang? Auto. Und jetzt sind die Mitarbeiter in den Verwaltungen darauf getrimmt, Auto hat Vorrang, der Verkehr in Berlin muss fließen. Und jetzt haben wir eine Koalition, wir stehen für eine Verkehrswende und das muss jetzt auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit 30, 40 Jahren darauf getrimmt sind, Auto hat Vorrang, da muss jetzt ein Umdenken stattfinden. Das heißt, die Mitarbeiter in den Verwaltungen müssen auch mitgenommen werden. Und wenn ich jetzt aber da in Anführungsstrichen, ich will an niemanden zu nahe treten, keinen auf die Füße treten, aber wenn man jetzt dort in der Verwaltung einen Mitarbeiter hat, der das schon seit 30 Jahren so praktiziert, und jetzt kommst du und sagst, Mensch, Superblock ist eine tolle Sache, was willst du von mir? Ja, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ich war mit einigen Kollegen oder ich war mit einigen Kiezakteuren aus Pankow in Friedrichshain-Kreuzberg, da haben wir den Samariter-Kiez. Und da gibt es ja auch eine Diagonalsperre. Und da hat man einen Fördertermin, da war dann auch jemand aus dem Bezirksamt mit dabei und der sagte, ich bin hier neu, ich finde das Konzept Superblock total klasse, ich bin dafür, wir müssen hier den Durchgangsverkehr, wir müssen den hier rauskriegen aus unseren Kiezen und wir haben das einfach angeordnet. Da machen wir ja keine Machbarkeitsstudie, brauchst du gar nicht, es geht auch so. So, und wenn der Bezirksstadtrat dann auch noch sagt, dufte, genauso machen wir das. Und der hat dann auch ein breites Kreuz und verteidigt dann auch seine Entscheidung. Dann geht das. Ja? Aber es hängt viel mit den einzelnen Akteuren zusammen. Und ich sage mal, von solchen Stadträten, von solchen Mitarbeitern in der Verwaltung brauchen wir mehr. Nur leider Gottes können wir uns die nicht backen. Das heißt, wir müssen da ganz viel Überzeugungsarbeit. Da denkt man auch, vielleicht müsste man auch einfach nur daran erinnern, dass vor 30 Jahren zum Beispiel der erste autofreie Kiez hier in Ost-Berlin gegründet wurde. Aber in Stellmann Park gibt es keine Autos. Da gibt es zwei große Parkplätze und der Rest ist frei. Und das funktioniert seit 30 Jahren. Wir haben einen Kiezblock. Das Nikolaiviertel ist mit dem Auto befahrbar. Da kann man parken. Man glaubt es nicht. Also keiner von uns würde da reinfahren. Aber es geht. Natürlich. Da gibt es Zeiten, da kann man reinfahren, da kann man sein Auto hinstellen. Also von daher, das sind aber auch. Da sind Leute sicherlich noch in der Verwaltung, die wissen das auch noch. Ich habe es auch, ich fahre da auch ständig durch, also nicht im Auto, aber im Fahrrad. Habe es vergessen, aber vielleicht muss man auch nochmal an die alte Erfahrung anknüpfen. Also ich glaube, wir müssen gar nicht alle nach Barcelona fliegen, wir müssen sowieso eine Bahn fahren hoffentlich. Aber ich glaube, es reicht auch manchmal mit offenen Augen durch Berlin zu gehen und vielleicht auch in der Verwaltung nochmal an die alten positiven Erfahrungen anzuknüpfen. Ich glaube, da gibt es aus den unterschiedlichsten Ecken auch Ideen. Vielleicht, wenn wir das motiviert kriegen, vielleicht kriegen es dann auch schneller. Oder die Frage ist eben. Genau, das war jetzt noch eine Frage, auf die ich eingehen wollte. Brauchen wir vielleicht so einen exemplarischen Fall? Also ist dieser exemplarische Fall vielleicht schon in Kreuzberg, der jetzt mitten im Laufen ist? Kann man von dem lernen? Ist es dann ein Fall, den man dann wieder von Bezirksebene auf Senatsebene hochspielt und dann sagt, okay, dann ist es in der Verantwortung der übergeordneten Ebene, das in eine Strategie mitzugießen, diesen runden Tisch exemplarisch zu sehen. Ich glaube, Herr Wolf hat es auch angesprochen, irgendwie in Konferenzen, in Tagungen, die Verwaltungsmitarbeiterinnen zusammenzubringen. Ist es eine sinnvolle Herangehensweise, dass man sagt, okay, man muss jetzt einfach da, wo jetzt die Pflänzchen sprießen, die anderen mit hinnehmen? Und ist es dann nicht auch eine moderierende Rolle, die von Senatsebene passieren kann, die man aber auch von der anderen Seite noch angehen kann, wenn man sagt, okay, diese Initiativen sprießen hier gerade, können wir das nicht noch in eine übergeordnete Strategie gießen, in ein Ziel, was zum Beispiel auch eine flankierende Maßnahme sein kann zum Mobilitätsgesetz, das ja auch gerade auf den Straßen umgesetzt wird, in einem gewissen Tempo. Und dass man eben auch sagt, so temporäre Maßnahmen, die wir in den Nebenstraßen jetzt machen, damit kann man natürlich auch
nochmal Erfolge erzielen, die schnell sichtbar sind und die vielleicht auch nochmal, und das ist jetzt der dritte Aspekt, den ich auch nochmal mit einbringen wollte, ist die Beteiligung von Bürgerinnen. Und dann sind wir auch wieder in der Formatsfrage. Also wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, irgendwie an das Thema ranzugehen. Also was ist ein sinnvoller Weg, wo können wir Schritte einleiten? Ich würde vielleicht nochmal, weil wir auf das Thema noch am wenigsten eingegangen sind, nochmal so eine letzte kleine Runde machen zu der Sache, was temporäre Maßnahmen angeht. Also wie könnten wir sowas von Senatsebene vielleicht noch mit unterstützen in den Bezirken, was Experimentierklauseln angeht, was schon angesprochen wurde. Wir haben darüber gesprochen, dass es mit geringen Mitteln sein kann, dass man solche Versuche erstmal starten kann. Wir sehen das in verschiedenen Bereichen, wenn man eben auch davon ausgeht, dass es nicht immer die Akteure gibt, die sofort mit einem breiten Kreuz vorausgehen und das eigenständig machen. Wie können wir auch in einem guten Format BürgerInnen beteiligen? Also müssen wir immer darauf warten, dass sich erst eine BürgerInnen-Initiative gründet? Oder wie können wir von vornherein die Menschen und mit ihren Sorgen und Bedenken mitdenken? Ist das Mikro gerade wieder irgendwo verschwunden? Ich glaube, hier immer die Landesebene vorangehen zu lassen oder zu sagen, ihr müsst, ich glaube, ja, das muss an Beispielen durchgespielt werden, an praktischen Beispielen. Ich glaube, jeder Bezirk wird sich da auch verwehren, wenn auf einmal die Hauptverwaltung kommt und sagt, hier in eurem Kiez hier ordnen wir dies und jenes an. Es geht gar nicht, also von daher müssen Pilotprojekte werden bestimmt unterstützt in der Form, die die Landesebene unterstützen kann, von mir aus finanziell, sag mal. Auch da haben wir im Haushalt extra für zum Beispiel für Schulwegsicherheit Geld bereitgestellt, wo die Bezirke dann abrufen können, dass das sie sozusagen Schulwesen-Sicherheitskonzept um eine Schule herum überhaupt erstmal erstellen lassen können, wenn sie personell oder fachlich dazu nicht in der Lage sind. Also in der Richtung geht es schon. Aber wir sind da, glaube ich, auch in der Landesebene oder alle zusammen darauf angewiesen, dass wir Bezirke, Bezirksämter haben, die mal vorangehen wollen, die dieses als ein wichtiges Thema ansehen und drastisch auf die Fahnen schreiben. Ich glaube, so geht der Weg. Und wenn man dann positive Beispiele hat, die umgesetzt sind, dann kann man auch verweisen und weitermachen. Also ich glaube, wir brauchen dann ein paar Pilotbeispiele, wie gut funktioniert. Ich glaube, ich möchte auch noch mal einhaken, weil ich glaube, es ist. Die Frage ist eben auch, wie Sie ja auch vorhin gesagt haben, es kommt ja viel auch aus der Bürgerschaft, aus der Anwohnerschaft. Und es ist jetzt nicht unbedingt immer nur, dass die Senatsebene diejenigen sind, die da vorausgehen. Aber wenn man eben auch spürt, dass in unterschiedlichen Kiezen, Bezirken, in unterschiedlichen Kiezen was aufkommt, dass man eben das auch mit einer Strategie, einer übergeordneten Strategie flankieren kann. Und deswegen ist ja auch super, wenn man weiß, wie Pilotprojekte gut gefördert werden können, auch durch finanzielle Mittel. Ich sehe eine Meldung. Ja, ich weiß, man soll der Moderatorin das Mikro nicht rechnen. Ich will mal einhaken bei dem Thema übergeordnete Strategie, weil das geht, glaube ich, an dem Thema der Zweistufigkeit der Verwaltung vorbei. Die Hauptverwaltung oder der Senat kann an der Stelle unterstützend sein. Aber wenn wir gerade reden über temporäre Maßnahmen, wenn wir reden über Maßnahmen sozusagen innerhalb des Kiezblocks, sind das in der Regel Zuständigkeiten des Bezirks. Es sei denn, es sind übergeordnete Themen tangiert, wie eine Busspur oder Ähnliches, dann kommen andere Akteure ins Spiel und dann auch die Hauptverwaltung. Es geht nicht anders, als dass man die Bezirksverwaltung dafür begeistert, dieses Konzept. Das ist eine Frage von Überzeugungsarbeit. Da braucht man gute Beispiele.
in Berlin, aber möglicherweise auch woanders. Deshalb habe ich gesagt, es wäre zum Beispiel eine Überlegung zu sagen, kann man nicht mal eine Tagung, eine Konferenz machen mit den Initiativen aus Berlin, mit der Hauptverwaltung, mit Bezirksvertretern, mit internationalen Beispielen, wo es funktioniert hat oder wo es praktiziert worden ist, um das Bewusstsein erstmal zu schaffen. So, und dann gibt es die Möglichkeit der Unterstützung von Modellprojekten, von finanziellen Unterstützung und natürlich auch das ganze Thema personelle Ertüchtigung. Aber es ist ein Thema der Überzeugungsarbeit. Also insofern, wenn Sie das mit Strategie meinen, ja. Aber Strategie, weil vorhin mal das Wort fiel mit der Weisung, das funktioniert nicht in Berlin. Da müsste man die Verfassung ändern. Und ich sage, das ist ein aussichtsloses Unterfangen, so wie ich die Berliner Strukturen kenne. Rate ich von ab. Da sind andere Dinge wesentlich leichter durchzusetzen. Bevor die Verfassung geändert ist, haben wir ganz viele Kiezblocks aufgrund der Initiativen von unten und des politischen Drucks, der entsteht. Da bin ich absolut von überzeugt. Also insofern eine unterstützende Funktion der Senatsebene, Impulse zu geben, Handreichungen zu geben, Best-Practice-Beispiele zu popularisieren, Erfahrungsaustausch zu befördern und zu sehen, dass man möglichst viele Menschen auf der Bezirksebene, sowohl auf der Basisebene als auch in den Verwaltungen gewinnt. Das, glaube ich, ist der Weg. Wenn das mit Strategie gemeint ist, dann bin ich d'accord. Ja, danke für die Klärung. Ich würde noch mal kurz auf, ich glaube, hier ist eine Meldung, aber es gibt kein Mikro. Ja. Ich habe noch mal eine Nachfrage dazu, weil dann heißt es ja eigentlich, dass auch die Dinge, die im Mobilitätsgesetz festgesetzt sind oder geschrieben sind, so nicht wirklich umsetzbar sind, wenn Sie sagen, wir müssen dann die Bezirke davon überzeugen, also Überzeugungsarbeit leisten, sind halt dann die Dinge, wo ja auch drin steht, es sollen temporäre Projekte gemacht werden und Umbaumaßnahmen angenommen werden und so weiter, hat das ja nicht wirklich dann eine direkte Auswirkung. Also es ist auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, aber würden Sie dann sagen, dass wirklich keine Weisung da möglich ist in dem Rahmen? Also bei dem, was wirklich im Rahmen bezirklicher Zuständigkeit ist, geht das nur durch Überzeugungsarbeit. Dort, wo es um gibt, hat der Senat die Möglichkeit einzugreifen und auch gegebenenfalls gegenüber Bezirken was durchzusetzen und das zu gesamtstädtischen Angelegenheiten zu erklären. Aber es gibt keine Möglichkeit des Senats, eine Anweisung zu geben, weil es keine Fachaufsicht gibt, die den Bezirken Anweisungen gibt, dieses oder jenes zu tun, soweit es nach dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz in der bezirklichen Verantwortung liegt. Das ist so und deshalb ist das ein politisches Thema, wo wir da den politischen Druck ausüben müssen auf den unterschiedlichen Ebenen, dass das auch wirklich passiert. Und ja, das sieht man ja auch in den Bezirken, wird das, was im Mobilitätsgesetz und was das Thema Verkehrswende angeht, unterschiedlich umgesetzt. Das ist so und das ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung, die nicht administrativ einfach zu lösen ist. Ich würde nochmal abschließend, weil Sie auch gerade das Mikro in der Hand haben, nochmal ganz kurz auf das Thema BürgerInnenbeteiligung eingehen. Und zwar, was es da für Möglichkeiten gibt, weil wir ja auch schon gesehen haben, dass in verschiedenen Fällen, wenn man solche Sachen auch dann politisch will und wenn es dann auch eine politische Mehrheit gibt, dann auch BürgerInnen nicht, also wenn es mal nicht den Weg geht, dass es von der BürgerInneninitiative kommt, sondern wenn es eben aus einer Verwaltung oder aus einer politischen Ebene kommt, was kann man da noch für Formate finden, BürgerInnen im richtigen Maß und in welcher Weise auch zu beteiligen, um die auch mitzunehmen und auch eben Ängste, Sorgen und Bedenken mit auszuräumen? Wollen Sie da noch gleich darauf antworten? Ja, also da denke ich, ist es eben wichtig, wirklich zielgruppenspezifische Formate sich zu überlegen. Also, dass jetzt auch nicht unbedingt die großen Bürgerversammlungen sind, zu denen man einlädt, sondern dass man dann speziell zu den Bevölkerungsgruppen geht, von denen man eben auch beteiligen möchte oder Hinweise haben möchte. Also, dass man speziell in Schulen geht oder Seniorenvereine oder was auch immer. Aber dass es eben nicht so dieser Aufwand ist, dass Leute dann auch selber zu einer großen Versammlung kommen müssen. Genau, dass es eben wirklich eher auch nebenher gemacht werden kann, weil ja auch viele sehr eingebunden sind zeitlich und dann gar nicht so die Möglichkeiten haben, sich da auch zu beteiligen.
und dass man eben da wirklich auf alle Bevölkerungsgruppen eingeht. Das zu dem einen, und das andere ist eben die Sache, wie kann man diese ganzen Benefits eigentlich nochmal darstellen, was gewinnt man dadurch, auch durch so eine Stadtgestaltung. Da geht es ja jetzt eben nicht darum, irgendwas wegzunehmen, sondern es geht auch darum, Fläche zu schaffen und eben Räume zu öffnen und auch wirklich individuell für die Gesundheit was zu tun, fürs Wohlbefinden zu tun, dass man das einfach nochmal rausstellt, was man wirklich dadurch gewinnt und eben nicht so sehr, dass man irgendwas dadurch verliert. Ich finde, Bürgerbeteiligung ist vielleicht gerade ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben jetzt hier schon uns hier im Kreise ganz gut unterhalten, und ich glaube, wie wir ja vorhin auch gesehen haben, sind hier auch sehr viele Expertinnen selber schon im Publikum, die sich gut mit dem Thema auskennen. Deswegen wäre wär jetzt mal die Möglichkeit, die Runde zu öffnen, um auch Fragen aus dem Publikum mit aufzunehmen. Und ich bräuchte noch eine freiwillige Person, die, sehr gut, wir haben nämlich nur ein Mikro, das heißt, es ist ein bisschen kompliziert, und ich würde auch alle aus dem Publikum bitten, sich kurz zu fassen und eben auch einander gut zuzuhören, dass wir nicht dreimal hintereinander die gleiche Frage haben und auch so ein eigenes Bedürfnis dafür zu finden, wie man eine Frage stellen kann, und auch gerne vorab zu sagen, an wen man auf dem Panel die Frage richtet oder ob man die Frage generell ans Panel richtet. Ich sehe schon eine Hand, zwei Hände, drei Hände. Dann würde ich als erstes mal mit der Frau hier vorne anfangen und dann mit den beiden Herren da hinten. Hallo, meine Frage geht an die drei Politiker. Regine Günther hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie gern die Berliner Innenstadt freimachen möchte von Verbrennungsmotoren. Und erstens würde ich gerne wissen, was Sie von diesem Vorschlag halten, und zweitens würde das sich ja dann auch wahrscheinlich sehr direkt auf die Kiezblocks auswirken. Im Grunde, wenn es dann so gut wie keine Autos mehr geben würde, dann wäre das ja mit den Kiezblocks fast automatisch mit erledigt. Ja, wir nehmen noch da hinten zwei Fragen. Vielleicht kurz. Ja, vielen Dank. Ich bin von der Rummelsburger Bucht, aus dem Kiezforum und aus dem Nachbarschaftsverein. Und wir haben verschiedene Anstrengungen schon gemacht, auf der politischen Ebene den Durchgangsverkehr daraus zu bekommen. Die wurden alle, waren alle nicht erfolgreich, wurden alle abgeblockt. Dann haben wir mal versucht, zumindest einen allgemeinen Antrag reinzubringen, dass man grundsätzlich sich dafür bekennt, den Durchgangsverkehr aus Anwohnergebieten rauszuhalten. Der ist leider auch nicht durchgekommen, da hat die SPD sich gesperrt. Und jetzt ist unsere Perspektive ziemlich pessimistisch, weil wir haben dann leider von einem Grünflächenamt, der auch der Meinung ist, man müsste solche Sachen wie Sharing-Fahrzeuge oder sowas müsste man eigentlich bekämpfen, indem man eine Sondernutzungsgebühr für die verlangt. Wir haben den verantwortlichen Mitarbeiter, der für Anordnungen im Verkehr im Bezirksamt zuständig ist, der sagt, leider ist der Senat, will der Autos bekämpfen, ist ein Feind von Autos. Und wir haben einen neuen Stadtrat jetzt, der dafür zuständig ist, der im Ausschuss für Wirtschaft auch dafür gesorgt hat, dass so ein Antrag abgelehnt wird, weil wenn man den Durchgangsverkehr aus den Anwohnergebieten rausnimmt, dann ist das schädlich für die Wirtschaft. Der meint, wenn man die A100 baut, dann ist das ja auch eine Entlastung für den Durchgangsverkehr in den Anwohnergebieten. Solche kruden Ideen hat der Herr. Da sehe ich also ziemlich schwarz, was direkt Lichtenberg angeht. Ich finde die Anregung. Haben Sie auch eine Frage noch? Ja, die Frage ist tatsächlich, wie kann man das erreichen, dass man den Mindset in diesem Bereich ändert? Also Bürgerbeteiligung ist ganz gut, haben wir versucht, aber wie kann man den Mindset in diesen Bereichen in der Verwaltung und auf dieser politischen Ebene beeinflussen? Dankeschön. Da hinten dran war noch ein, und dann würde ich gerne noch eine Frau mit dazu.
Ich bin Micha, ich wohne hier in der Splitterstraße. Den Kiezblock hört sich gut an. Ich stelle mir das vor, in 5 Jahren funktioniert das alles. Und es ist sehr attraktiv, da zu wohnen. Und jetzt ist die Frage, wird es da vielleicht auch dann auch teurer? Also der Kasker Kiez ist jetzt schon sehr begehrt. Frage an euch, Changing Cities, aber auch an die drei Politiker aus den regierenden Senatsparteien. Gibt es da Konzepte, die Ärmsten zum Beispiel wieder aufzunehmen, aufzufangen? Dankeschön. Da hinten war noch eine Meldung, richtig? Hallo, ich war am Montag bei der Vorstellung des sozialdemokratischen Verkehrskonzepts. Und da kam aus dem Publikum die Frage, wie ist es denn mit der schnellen Umsetzung von umweltfreundlicher Mobilität im Ersatz von Verbrennungsmotoren. Und da kam ein Vorschlag, ganz im Gegensatz zu U-Bahn, Busse zu fördern. Extrem, ich hasse die Vorstellung, dass alle Autos durch E-Mobilität, also individuelle E-Autos ersetzt werden, aber Busse zu fördern und zu fördern. Das wäre was, was wir auf Bezirksebene nicht so gut machen könnten. Das wäre was, was im Senat übergeordnete Konzepte erfordern würde. Da wüsste ich gerne, wie man da. Ja, das ist aber wirklich die Lenz. Das schließt da direkt an. Mein Name ist Marlene, ich wohne in Pankow. Weil mich würde auch interessieren, jetzt mal, wenn wir wollen, dass alle Leute auf ÖPNV oder im Rad, wie auch immer, umsteigen. Ich finde ja nichts nerviger, als im Bus oder in der Straßenbahn im Stau zu stehen, weil Autos diese Spuren mitbenutzen. Und inwiefern das sozusagen auch mal mitgedacht wird in den Planungen oder wer da überhaupt für verantwortlich ist, da vielleicht mal die Spuren zu trennen. Okay. Ich versuche nochmal für alle zusammenzufassen, was die 5 Fragen waren. Die erste Frage war zum Thema Verbrennungsmotoren werden 2030 eh raus sein. Was ist die Auswirkung auf das Kiezkonzept? Dann war die Frage nach den Mindset-Veränderungen in der Verwaltung. Dann hatten wir eine Frage zum Thema Gentrifizierung. Wird es nicht teurer, wenn es schöner wird? Die 4. Frage war dann zum Thema Busförderung von Senatsebene und die 5. war zum Thema Spurentrennung. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen so eine Art kurze Runde und legen los. Ich gebe das. Mikro ist schon wieder da. Super. Also, ich fange mal an bei dem Thema Verbrennungsmotoren und Elektromobilität. Ja, es ist richtig. Ich teile das auch, dass wir dazu kommen müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Regine Günther hat 2030 vorgeschlagen, zu sagen, da soll es in der Innenstadt keine Verbrennungsmotoren mehr geben. Die Lösung kann meiner Ansicht allerdings auch nicht sein, dass die Verbrennungsmotoren jetzt alle durch Elektroautos ersetzt werden, weil dann ist das Problem nicht gelöst, was das Verkehrsaufkommen angeht, sondern da ist nur das Thema der Emissionen gelöst. Und deshalb finde ich, müssen wir reden über eine autoarme Stadt und möglicherweise auch über eine autofreie Innenstadt. Und deshalb ist die Voraussetzung dafür die Stärkung des ÖPNV und den Ausbau der Radinfrastruktur. Damit komme ich zum 2. Punkt. Achso, Thema Busförderung. Es gibt ein Konzept bei der BVG, die Elektromobilität auszubauen. Da sind jetzt auch schon die ersten Busse angeschafft, die fahren auch teilweise schon und es wird weiter aufgebaut. Und wir haben jetzt auch im Mobilitätsgesetz die Vorgabe, dass bis 2030 die vollständige Busflotte auf emissionsfreie, also nicht fossile Antriebe umgestellt werden muss. Also da läuft das Investitionsprogramm. Was das Thema angeht, im Stau, das ist richtig, ein absolutes Ärgernis. Deshalb sind wir seit langem gemeinsam daran am Arbeiten, dass endlich mehr Busspuren eingerichtet werden und dass zum anderen auch das, was wir haben, wir haben 700 Ampeln in Berlin, die auf Vorrangschaltung gestellt werden können, sodass, so wenn sich der ÖPNV annähert, die Ampel auf grün schaltet für den ÖPNV und alles andere muss warten. Davon ist knapp die Hälfte
gegenwärtig in Funktion. Das muss geändert werden, dass wir alle 700 Ampeln wirklich auf Vorrang stellen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, das Thema Verkehrslenkung und was haben die für ein Bewusstsein. Also dass wir da dringend was ändern. Und wir haben jetzt auch vor kurzem endlich durchgesetzt, dass auch BVG-Fahrer durchsetzen können, dass parkende Autos auf Busspuren abgeschleppt werden können und nicht erst die Polizei gerufen werden muss. Also das ist auch eine konkrete Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass Busspuren wirklich als Busspuren und nicht als Parkspuren genutzt werden. Gilt übrigens auch für Radwege. Ich glaube, dass wir da auch härter durchgreifen müssen, dass diese Regeln respektiert werden, dass diese Sonderspuren für ÖPNV und für Rad auch wirklich diesen beiden Verkehrsmitteln vorgehalten werden und nicht irgendwie Überholspur für Autos, was ich manchmal erlebe auf der Radspur, dass dann rechts überholt wird oder dass die zugeparkt wird. Das muss sich ändern. Was hatten wir noch an Punkt? Gentrifizierung, ja. Das ist sicherlich eine Gefahr, dass wenn man die Lebensqualität in einem solchen Kiezblock erhöht, dass damit auch Entwicklung von Gentrifizierung gestärkt werden. Gott sei Dank haben wir gerade Ende Januar den Mietendeckel beschlossen als eine konkrete Maßnahme dagegen. Und wir haben wir auch vor, als Koalition in Berlin weitere Maßnahmen in der Wohnungspolitik zu ergreifen. Die Antwort kann ja nun nicht sein, wir kämpfen gegen Gentrifizierung, indem wir die Lebensqualität in den Kiezen wirklich schlecht halten. Das ist als wirksames Mittel gegen Gentrifizierung, sondern da müssen wir mit anderen Maßnahmen, Ordnungspolitik, Förderung von sozialem Wohnungsbau etc. dagegen halten. Und mit dem Mietendeckel, glaube ich, haben wir ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. Herzlichen Dank. Ich würde einmal noch mal sagen, wer noch was ergänzen möchte, einfach in die Runde rein. Genau, die Frage ging ja vor allem an die Politiker, aber ich wollte noch kurz was ergänzen, irgendwie zur Gentrifizierung. Im Wrangelkiez ist zum Beispiel auch so, dass teilweise da jetzt schon Müll verteilt wird, um irgendwie der Gentrifizierung entgegenzuwirken. Also um halt es nicht zu schön zu machen. Und genau, ich glaube, das ist auch wichtig, auf jeden Fall Lösungen zu finden, dass da nicht dahin, also dass es zwar keine Autos gibt, aber dass die Müll auf der Straße. Da hätte ich eine kurze Nachfrage. Gibt es da aus anderen Städten Erhebungen zu? Gibt es da Material, gibt es da Zahlen und Fakten zu, was zum Beispiel Erhöhung von Wohnraum oder so angeht? Oder wurde das in diesen in anderen Beispielen nicht mit betrachtet? Doch, also ich weiß, dass in Barcelona auch dazu geforscht wird, allerdings habe ich da jetzt keine Ergebnisse. Und dann aber vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus Barcelona, die Vorzeigestadt. Zum Bussystem, das finde ich sehr intelligent gemacht. Und zwar ist das so ein orthogonales System. Das heißt, es gibt Buslinien, die vertikal gehen. Die haben natürlich auch so sehr stark dieses Blockmuster der Wohnblöcke. Aber auf jeden Fall gibt es eben diese Buslinien, die vertikal gehen und und Buslinien, die horizontal gehen. Und dadurch ist zum einen, kann man sich super gut orientieren. Also man weiß halt, je nachdem, auf welcher Straße man ist, wo man hinfährt, man muss eigentlich nur einsteigen und weiß, wo der Bus hinfährt. Der Bus kommt auch alle 5 Minuten, also es ist auch wirklich ein sehr guter Takt und jede Bushaltestelle ist eigentlich in 400 Metern erreichbar und wir haben eben auch diese 5 Minuten sind ganz wichtig, weil wenn man da halt lange steht und wartet, dann nimmt man den Bus eben auch nicht mehr. Richtig, da müssen wir in Berlin noch ein bisschen werben, damit wir Fahrpersonal bekommen, ob das bei Bussen oder bei der Bahn ist. Das ist aber nicht nur ein Berliner Problem, sondern ein landesweites Problem. Wenn wir den ÖPNV ausbauen, müssen wir Fahrpersonal haben und da werben Sie alle, dass sich potenziell mögliche Busfahrerinnen bei der BVG werben. Zero Emission Zone ist das erste Stichwort gewesen. Ja, das ist ein Ziel. Wenn wir uns unsere Nachbarländer angucken, die wollen zum Beispiel, die Niederlande hat ja beschlossen, ab 2030 keine Verbrenner mehr zuzulassen, neu. Wie die das erreichen, ist auch eine andere Frage, aber man muss sich, glaube ich, ehrgeizige Ziele setzen.
Und das sehe ich bei diesem Ziel auch so, wie wir da hinkommen, als einen Zwischenschritt, der sowohl verkehrslenkend als auch ökologische Wirkung hat, wäre zum Beispiel eine City-Maut. Wir werden als Koalition auch über solche Maßnahmen debattieren. Ich selber werde einen Fachtag am 20. Mai dazu machen und wahrscheinlich aus Stockholm und London diese City-Mauts da vorstellen lassen und mit Wissenschaft und Politik darüber diskutieren. Gentrifizierung und wie man Stadtentwicklung verhindert, zeigt die A100-Trasse. Wenn Sie sich die angucken, das 17 Bauabschnitts, da ist nichts mit Aufwertung, ganz im Gegenteil, und das schon Jahrzehnte. Und ich hoffe auch, dass die Planung da nicht wirklich in Angriff genommen wird und dass man dann mal diese Trasse auch mal entwickelt. Politische Mehrheiten zu organisieren, das ist ja eben eine sehr schwierige Sache. Ich komme aus Treptow-Köpenick, könnte da auch Erfahrungsberichte geben, wie schwierig manche Sachen durchzusetzen sind. Ja, da kann man immer nur weitermachen im Grunde genommen. Man darf sich nicht abschrecken lassen und muss sich da Verbündete suchen. So, was war da noch drauf? Vorrang für den ÖPNV, ja. Herr Wolf hat gesagt, wie viele Vorrangschaltungen an Ampeln da sind. Das Problem ist, die sind irgendwann mal umprogrammiert worden und nicht mehr wieder in den Ursprungszustand oder vielleicht für heutige Verkehrszustände umprogrammiert worden. Und das ist eine sehr auch bürokratisch aufwendige Sache, die Schaltung wieder sozusagen umzustellen. Auch Land Berlin hat ja seit vor vielen Jahren die Wartung und so weiter der Ampeln privat ausgeschrieben. Und das ist auch ein Problem. Dann wieder zwischen ehemals Verkehrslenkung, die Anordnung machen müssen, und die Umsetzung macht dieses private Unternehmen. Diese Konstellation ist sehr ungünstig und man versucht auch, das wieder zurückzudrehen. Aber im Moment ist der Vertrag ist vor ein paar Jahren wieder verlängert worden. Aber das ist auch so ein Stück ein Problem, dass irgendwelche Hürden zusätzlich aufgebaut sind. Aber Sie haben recht, da muss die Verwaltung mehr tun. Busspuren werden hoffentlich in diesem Jahr ein paar Kilometer auch angeordnet sein und umgesetzt werden. Auch das ist ja nötig, um das zu beschleunigen. Ja, ich wollte was sagen, und zwar, also wir leben bisher in einer autogerechten Stadt und die sind leider trotzdem gescheitert. Deswegen sehe ich das nicht als eine Hinderung, Kidsblock umzusetzen, einfach die Stadt fahrradfreundlicher und fußfreundlicher zu machen. Also das müssen wir versuchen. Und gerade sind die Flächen in unserer Stadt sehr ungerecht aufgeteilt und trotzdem fahren viele Menschen Rad, viele gehen zu Fuß. Deswegen ist es einfach klar, dass die Autos zu viel Platz haben und das müssen wir machen. Ja. Ich mache jetzt nicht nochmal das Fass auf mit den Buschfonds und so und mit den Ampelanlagen, sondern wirklich Ihre Frage, die ist ja doch sehr konkret. Und wir haben als Koalition viele Gemeinsamkeiten, so sollte es auch sein. Aber bei dem einen oder anderen Thema haben wir natürlich auch Unterschiede. Und Ihre Frage war ja gewesen, Regine Günther möchte ganz gern bis 2030 innerhalb des S-Bahn-Rings und dann ab 2035 die komplette Stadt emissionsfrei. Also sprich nur noch mit Elektroauto. Und da geht unsere Vorstellung eher so in die Richtung, das, was Harald Wolf schon beschrieben hat. Wir beteiligen uns jetzt nicht an irgendeinem Wettbewerb von irgendwelchen Zahlen, von irgendwelchen Jahreszahlen. Ich bin der Meinung,
Das wird uns bis 2030 oder 2035 nicht gelingen. Das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht nicht realistisch, weil wir müssen ja dementsprechend auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen. Oh. Ja. Naja, also wo? Was heißt denn, na, was heißt denn wo? Also dann erklären Sie mir doch mal mit. Naja, aber schauen Sie mal, wir müssen, also Ziele, ja, Ziele müssen smart sein, ja, das muss realistisch sein. Wenn ich jetzt sage, stopp mal, wenn ich, also entschuldige doch mal bitte, es war eine Frage, da war die Frage, wie sehen die Parteien das? Ich habe eine Antwort dazu und das muss, da muss mir ja auch mal die Möglichkeit gegeben werden, auch mal das auch begründen zu können. Ich meine, ich gebe Ihnen ja recht, natürlich muss man Ziele haben. Ist doch gar kein Thema, aber diese Ziele müssen realistisch sein. Wenn ich sage, ich will jetzt bis Ende der Woche 10 Kilo abnehmen, dann wissen wir alle, dass es Blödsinn ist. Also nochmal. Mal unsere Sichtweise. Bis 2030 wird es nicht realistisch sein. Aber ich gebe Ihnen recht, und das ist auch das, was Harald Moritz gesagt hat, wir brauchen eine autoarme Stadt. Und die Mobilität der Zukunft, weil es geht ja auch darum, eine Vision zu entwickeln, die Mobilität der Zukunft ist unser ÖPNV. Wir müssen jeden Cent, jeden Euro in den Ausbau des ÖPNV stecken. Wenn wir wollen, wenn wir mehr Fahrgäste befördern wollen und wenn wir auch attraktiv für die Leute werden wollen, die heute mit ihren Blechkisten durch die Stadt fahren, dann ist der ÖPNV die Stellschraube, an der müssen wir drehen. Jeden Cent, jeden Euro. Und da bin ich wieder bei dem Thema U-Bahn-Ausbau, Straßenbahn, mehr Busse, dichtere Takte, längere Züge. Damit müssen wir anfangen. Beziehungsweise wir haben als Koalition angefangen. Wir haben den Nahverkehrsplan verabschiedet. Wir werden dort 28 Milliarden Euro investieren für den Berliner ÖPNV. Das ist ein erster Weg. Ja, ich stimme zu, 60 Jahre lang. In der Vergangenheit, 60 Jahre lang, stand das Auto im Fokus. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen die Verkehrswende, wir wollen den Umweltverbund stärken. Das eine oder andere hätte ich auch ganz gern. Schneller ist das, was Harald Wolf schon gesagt hat, dass wir für das Abschleppen, dass die BVG befähigt ist, jetzt abzuschleppen, dass wir dafür fast anderthalb Jahre gedauert haben, das ist einfach mal zu viel. Da müssen wir schneller werden. Das ist unsere Hausaufgabe und daran arbeiten wir. Herzlichen Dank. Ich würde noch mal ganz kurz an Eckhard Butterwein geben wegen der Gentrifizierungsfrage, ob da was zu ergänzen ist und wirklich ganz kurz bitte. Ja, ich würde einfach hoffen, dass ganz Berlin Kiezblock wird und dann hat es, glaube ich, erledigt. Ja. Bevor ich nochmal an die letzten Fragen ins Publikum gehe, müssen wir leider schon Harald Wolf verabschieden, der sich leider pünktlich verabschieden muss. Ich würde trotzdem sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Eine kleine Aufmerksamkeit für den Weg. Und ich würde noch die letzten drei Fragen nehmen, bevor wir dann nochmal ins Podium gehen können und dann Also ich finde diese Einstellung, das ist dann alles zu schwierig und das ist doch nicht realistisch bis 2030, das finde ich ein bisschen anstrengend und ein bisschen visionslos. Ich glaube, vielleicht ist den Leuten hier nicht so ganz klar, dass, also in meiner Nachbarschaft ist es den Leuten klar, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat. Die Leute überlegen sich, okay, wenn wir ein Auto kaufen, dann machen wir das zusammen mit den Nachbarn, dann machen wir das auf jeden Fall elektrisch und dann teilen wir das. Und das ist vollkommen klar bei mir in der Nachbarschaft. Ja, das wird kein persönlicher PKW, sondern das wird was zu teilen. Und ich finde, da hängt die Politik hinten dran. Also, und die Bürgerinitiativen, was hier jetzt ganz viel rüberkam, ist, dass die Leute frustriert sind, weil sie gegen Mauern rennen. Und die Mauern werden auch von der Politik gemacht. Wir haben das Mobilitätsgesetz, da ist der Rahmen gegeben, es gibt die Bürgerinitiativen von unten und irgendwo dazwischen bleibt was hängen und es geht nicht weiter und es geht zu langsam. Ich weiß, wie Politik funktioniert, wie man sowas umsetzt, aber ich hatte so das Gefühl, dass der Senat jetzt hier gesagt hat, das müssen die Bezirke machen und ich glaube, die Bezirke sind so ein bisschen hilflos und brauchen halt so eine Toolbox, wie man das dann umsetzt. Und ich hoffe, die wird gebaut, und zwar schnell. Und das andere, was noch gar nicht aufgekommen ist, sind Parkplätze. Also eine Sache für Mobilität,
es herrscht zurzeit so diese Ansicht, wenn ich ein Auto habe, dann habe ich auch ein Recht, das in die Stadt zu stellen. Das ist völlig hirnrissig. Also ich kaufe mir auch keinen Schrank und stelle ihn auf die Straße und sage, ja, den darf ich da hinstellen. Das ist halt mein persönliches Eigentum, dafür habe ich kein Recht im öffentlichen Raum. Das wäre ein Thema, zu dem ich gerne etwas hören würde. Also warum gibt es keine Toolbox, die gebaut wird schnell für die Bezirke zum Umsetzen des Mobilitätsgesetzes in den Bezirken? Und wie ist die Sache mit den Parkplätzen? Können wir die bitte ein bisschen besser gestalten? Danke. Ja, hallo, ich bin Hans Hagedorn, ich komme aus Pankow. Ich habe gestern auch diese Veranstaltung über den Kiezblock veranstaltet. Und ich wollte das Thema jetzt nochmal auf diese Kiezblocks zurückführen. Da haben wir jetzt ganz viel diskutiert. Und ich glaube, viele von Ihnen in der Runde machen sich da irgendwie einen schlanken Fuß, weil sie sagen, ja, es ist ja so schwierig und viele Bürger müssen erstmal mitnehmen und so und die wollen das vielleicht gar nicht. Also unsere Erfahrung ist eine völlig andere. Wir sind da auch erstmal sehr vorsichtig rangegangen. Wir haben diesen Antrag aus der BVV aufgegriffen und gesagt, okay, wir machen für das Bezirksamt diese Machbarkeitsstudie, haben vorsichtig rumgefragt, wer will das mit uns machen. Und wurde dann immer mehr, wir haben ganz viel Zuspruch bekommen, das ging im Tagesspiegel Newsletter rum, Zehntausende von diesen Abonnenten haben das gelesen, wir haben genau 2 negative Rückmeldungen bekommen. Und ansonsten haben uns die Leute die Bude eingerannt und wollten diese Kiezblocks bei sich um die Ecke bauen und planen. Also ich glaube, sie können sich nicht darauf ausruhen, dass irgendwie die Bürger mitgenommen werden müssen. Die sind vollkommen bereit, das zu machen. Und das, was die Landespolitik machen muss, nach meiner Einschätzung, sie müssen Regelungsvorgaben geben, wie die Straßenverkehrsordnung auszulegen ist. Weil es gibt hier Böden, Paragraphen 45, und da ist die Straßenverkehrsbehörde und sagt, ja, Mobilitätsgesetz wunderbar, aber Bundesrecht ist halt viel wichtiger und deshalb können wir diese Diagonalsperren nicht einrichten. Also wie Herr Schopf gesagt hat, und deshalb bleibt die Frage an Herrn Schopf, diese Leute mit dem breiten Kreuz in den Bezirken, die gibt es. Aber sie müssen sie stärken und ich glaube, sie brauchen einfach nur einen Rundschreiben an die Bezirke, damit diese Leute, die ein breites Kreuz haben, ihre Kollegen überzeugen können, diese Diagonalsperren einfach einzurichten und dann haben sie auch gute Chancen, bei der nächsten Wahl wieder gewählt zu werden. Ich habe noch eine Frage an die Bürgerinitiative, weil das ist jetzt irgendwie so rübergekommen, als wäre sich der ganze Kiez einig darüber, dass das eine gute Idee ist. Und daher die Frage, weil gerade individuelle Transportmittel weil ein sehr emotional geladenes Thema ist und zumindest in Wien jeder wegfallende Parkplatz ein Riesenaufschrei ist und viel Widerstand. Und daher die Frage, ob Sie auf solche Widerstände stoßen und wie Sie damit umgehen. Okay, dann fasse ich nochmal die letzte Runde zusammen. Der erste Aspekt war, es braucht eine Toolbox von Senatsebene für die Bezirksebene und wie gehen wir mit dem Recht auf Parkplätzen um, wie gehen wir mit den Umwidmungen von Parkplätzen um. Dann war noch die Frage ganz konkret an Herrn Schopf, wie können Menschen mit breitem Kreuz gestärkt werden und Menschen, die noch kein breites Kreuz haben, ein breites Kreuz bekommen auf Bezirksebene? Und die letzte Frage richtet sich an die Bezirksinitiative in Bezug auf den Widerstand. Wo möchten wir denn anfangen? Vielleicht fangen wir mal drüben an. Das ist fair. Das ist vielleicht auch relativ schnell beantwortet. Also in Lichtenberg gab es schon unterschiedliche Veranstaltungen, wo Parkplätze thematisiert wurden, teilweise ist extrem hochgekocht, was wir hier im Kastenkiez erlebt haben, dass das Thema nicht so sonderlich hochkocht. Wir haben hier wohl auch im Kastenkiez noch mal weniger Autos als das Autobesitzer als in vielen anderen Bezirken. Also Berlin hat ja generell schon weniger als andere große Städte in Deutschland und hier im Kastenkiez noch mal weniger. Von daher ist es, glaube ich, so ein bisschen abhängig davon, wo man da fragt. Aber andererseits, ich finde, da ist dieses Beispiel von diesem autobefreiten Tellerantrag ganz gut. Ja? Da wohnen sicherlich auch sehr heterogene Leute. Man kann sagen, es ist vielleicht heterogen, da kannst du jetzt vielleicht ganz jung und so. Nee, glaube ich auch nicht. Sondern es ist wirklich eine Frage, wie Leute das erfahren haben und wie sie da schon länger mit umgehen. Und wenn man dann auch wirklich sagt, nee, es geht uns jetzt nicht nur darum, Auto raus, ne? Sondern wirklich zeigt, irgendwie, da ist ein Konzept hinter, da werden auch Sachen angeboten. Das ist so eine
Verkehrsstrategie, Planungsstrategie, Push und Pull, wird ja halt mal wieder genannt, also was anbieten und dann auch müssen wir es fordern. Glaube ich schon, dass man da ziemlich konfliktfrei, auch tatsächlich nicht ganz konfliktfrei, wenig Konflikten das auch tatsächlich ansprechen kann und auch lösen kann. Wenn wir mal in Pankow bleiben, Sie kennen das Komponistenviertel, Sie kennen die Bizet-Straße, Sie kennen die Meyerbeer-Straße. Herzlichen Glückwunsch, ich lade Sie gerne ein. Das ist wirklich ein ernst gemeintes Angebot. Ich habe die Diskussion durch, ich habe die eine Seite, die sagt, Herr Schopp, ganz toll, was Sie da machen mit der Diagonalsperre und mit den Pollern. Möchten wir ganz gerne. Sie kennen wahrscheinlich auch das Blumenviertel oder ja, Sillinger Weg, wo ebenfalls gesagt wird, da brauchen wir einen Poller, finden wir ganz große Klasse. Meine Einladung an Sie, wir besuchen jetzt mal beide, wir beide gemeinsam die Leute, die Initiativen, die Häuser, Blöcke, die gesagt haben, wollen wir nicht. Okay, machen wir, ist ein Angebot, ja. Weil Sie sagen, Sie arbeiten mit den Leuten zusammen oder zu Ihnen kommen die Leute, die total begeistert sind. Ja. Kenne ich auch welche, die sagen auch tolle Sachen, aber es gibt eben auch die anderen und die muss ich trotzdem mitnehmen. Ja. Das ist in der Politik eben nicht ganz so einfach. Ich bin seit 2016 Abgeordneter. Ich wollte auch die Welt verändern, musste aber feststellen, ich bin in der Wirklichkeit, in der Realität angekommen, es dauert alles etwas länger. So, jetzt nochmal zu diesen Parkplätzen. Es kommt auch immer ganz drauf an, wo wir in Berlin gerade leben. Ich sag mal, wir innerhalb des S-Bahn-Rings haben wir überhaupt gar keine Auto, da kann man auf, haben wir einen gut ausgebauten ÖPNV, da kann man auf dem Auto auch verzichten. Aber wenn wir so eine Diskussion oder wenn wir so eine Veranstaltung draußen in den Außenbezirken führen würden, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion. Und dann wären wahrscheinlich auch von den Anwesenden nicht alle so unbedingt 100% davon überzeugt. Ja, ich als Politik oder wir als Politik müssen aber den Blick auf die gesamte Stadt haben und müssen die Interessen aller vertreten. Das darf man bei der ganzen Diskussion, die ja durchaus berechtigt ist, nicht vergessen. Wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt auch mitnehmen und nicht nur Einzelne. Wir machen Politik für die gesamte Stadt und nicht für bestimmte Kieze. Das ist ganz doll wichtig. Wie gesagt, konkrete Einladung habe ich ausgesprochen. Toolbox. Bitte? Toolbox gab es noch als Impuls. Dass man in Bezug etwas zur Verfügung steht. Ja, aber also ich denke mal, das muss doch möglich sein, dass man da irgendwas organisieren kann, oder was meinst du? Ja, selbstverständlich zum Beispiel bei der Vereinbarung mit den Tretroller-Anbietern gibt es ja ganz konkret so eine Handreichung für die Bezirke, wie sie denn Stellplätze auf der Fahrbahn einrichten können. Nur die Toolbox gibt es. Ob die Bezirke diese machen, ist eine ganz andere Frage. Es gibt Bezirke, gucken Sie nach Nordneukölln oder so, da sehen Sie auf der Straße nicht ganz viele, aber Sie sehen abgegrenzte Stellplätze auf der Fahrbahn für Tretroller, für Fahrräder, da ist es da. Andere Bezirke machen es nicht. Und Sie haben ja vorhin gerade gehört, es gibt kein Durchgriffs-, kein Weisungsrecht, dass das so gemacht werden muss. Ist eben ein Stück weit Überzeugungsarbeit und bei den Parkplätzen. Lichtenberg-Siegfriedstraße, sag ich mal, Radverkehrsanlage. Ich glaube, wir werden an vielen Stellen, wo Parkplätze wegfallen, da ist die Diskussion immer wieder neu da und die Katastrophe sozusagen für die Autobesitzer immer wieder da. Und da werden wir immer wieder diskutieren. Aber letztendlich bleibt ein ganz prominentes Beispiel Karl-Marx-Allee, die Diskussion, der Aufschrei, der Mittelstreifen, also diese Betonfläche, früher ja Paradestrecke, da weiß ich nicht, ob wir das jetzt tatsächlich immer so haben wollen. Der Vorschlag war, den Mittelstreifen zu begrünen. Es gab ganz großen Aufschrei, die Bürgerinteressen werden da mit Füßen getreten und sonst was. Es gab auch Vorschläge, dass die Bürger gesagt haben. Natürlich, die anderen haben gesagt, wir wollen unsere Parkplätze behalten. Aber also, da gab es ja die Woche Montag, glaube ich, eine zweite Veranstaltung, die eigentlich positiv für die Begrünung gelaufen ist, soweit ich gehört habe. Ich war jetzt nicht da. Also das mal sozusagen als Beispiel. SDVO gilt bundesweit, auch die Verwaltungsvorschriften werden vom gelten bundesweit.
Und was wir mit dem Mobilitätsgesetz sozusagen erreichen wollen, ist ja die Spielräume, die man trotzdem immer noch hat. Oder dass man Ausnahmen begründen kann. Man kann ja auch von der SDPO abweichen, aber dann muss man es rechtssicher begründen können. Und dazu kann dieses Mobilitätsgesetz auch dienen. Ja, also die Menschen haben die Politik getrieben da, und es ist auch weiterhin notwendig, natürlich um der Politik zu zeigen, wir sind anders. Also ich sage mal, der Rat entscheidet, 2016 hat die Berliner Politik verändert. Die steigenden Fahrgastzahlen verändern die Politik. Darauf muss man reagieren. Und von daher ist meine Überzeugung, dass der Druck aus der Bevölkerung sehr wichtig ist. Selbst wenn man meint, die machen das schon. Ich kann ja auch verstehen, dass das alles zu langsam geht oder so, aber deswegen ist trotzdem eben der Druck durchaus positiv, sage ich mal, auch wenn es uns schmerzt. Aber vielleicht ist das gerade eine gute Sache. Das ist doch ein super Schlusswort für diese Runde. Ich würde gerne nochmal am Ende allen nochmal für ganz kurzes Wort geben, indem ich auch nochmal sage, herzlichen Dank für den konstruktiven Austausch, für die Debatte, in der wir gesehen haben, dass wir auf ein ähnliches Ziel oder auf eine ähnliche Vision hinarbeiten, aber dann doch in der Umsetzung irgendwo doch noch kleine und feine Unterschiede sind, wie wir da angehen möchten. Wir hatten uns überlegt, dass es sinnvoll sein kann, so ein Format oder einfach so ein Denkformat zu wiederholen, dass wir uns in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder treffen und einfach gucken, was ist passiert. Gibt es in einem halben Jahr 30 Kiezblocks in unterschiedlichen Bezirken in Berlin, was ist passiert. Ich würde gerne am Ende nochmal so eine Art Schlaglichtrunde machen und jeden von Ihnen ganz persönlich fragen, was haben Sie mitgenommen und was machen wir als nächstes? Also ich meine, die ersten Termine wurden schon ausgemacht, aber vielleicht haben die anderen auch noch was mitgenommen. Fangen wir gleich bei Ihnen an, Frau Degas. Also was haben Sie persönlich mitgenommen und was ist der erste Schritt, den Sie machen? Ich wiederhole es gerne nochmal. Ja, also ich habe mitgenommen, und das ist aber auch eine Sache, die wir in der Forschung immer wieder sehen, dass halt wirklich Push- und Pull-Faktoren sind ganz wichtig. Also wir müssen Dinge anbieten, Alternativen anbieten, aber wirklich auch Begrenzungen schaffen, auch nochmal in Richtung der Politik, weil ich das Gefühl hatte, es teilweise nicht so ganz klar war oder ein bisschen zurückhaltend vielleicht, eben auch den Autoverkehr zu reduzieren, und wir sehen es auch einfach in anderen Städten. Also ich glaube, Berlin kann da auch noch mal mutiger sein, weil man sieht halt, in Madrid gibt es Einfahrverbote in der Innenstadt, in Amsterdam werden jährlich Parkplätze weggenommen. Es gibt viele Beispiele, wo was funktioniert, und da können wir, glaube ich, viel auch in Berlin umsetzen. Und was ist Ihr nächster Schritt, den Sie jetzt machen? Also ich finde die Idee mit dem runden Tisch sehr gut. Du hattest ja auch schon gesagt vom ADFC, dass es da auch schon was gibt, und ich glaube, das wäre super gut, wenn wir uns da auch alle nochmal vernetzen und eben auch auf allen Ebenen, Bezirke, Senat und so weiter, da einbinden. Also finde ich sehr gute Sache, das im nächsten halben Jahr zu machen. Super. Ja, ich habe von dem Abend und von dem Vortrag jetzt mitgenommen, dass ich diese Idee in meinem Dienst mitnehme. Und zwar habe ich ja vor kurzem mit Staatssekretär Strese zu den Auswirkungen auf Alt-Treptow, wenn denn der 16. Bauabschnitt 2023 eröffnet wird und die Elsenbrücke nur noch zur Hälfte vorhanden ist, welche Auswirkungen das hat. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, die Wohngebiete zu schützen. Und da ist die Idee des Superblocks oder Kiezblock, glaube ich, eine reine Notwehr. Und was ist der nächste Schritt? Das ist eine super Nachricht. Was ist der nächste Schritt, den Sie unternehmen? Also ich warte, aber wir können uns ja hier vernetzen, und dann werden wir mal überlegen, wen wir von der Landesebene aus der Verwaltung für so eine runden Tisch oder ein Treffen mal
begeistern können. Super, herzlichen Dank. Ich wollte noch kurz was ergänzen. Ich denke nicht, dass die Mobilität der Zukunft nur ÖPNV ist, weil gerade war das so, dass wir nur für Autos gebaut haben und deswegen gibt es nur noch Auto. Deswegen denke ich, dass wir jetzt multimodal denken müssen und nicht nur ÖPNV, natürlich auch für Fahrräder und für Menschen, die gerne zu Fuß laufen. Und wir mussten aber gleichzeitig noch auch Alternativen haben. Es gibt auch Fahrräder, die lassen sich sehr gut fahren und es gibt eigentlich ein Programm dafür, der gerade auch auf Eis gelegt ist. Und dann können die Leute eigentlich nicht vom Auto weg und einen Lastenrad schaffen. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, wollte auch müssen weiter Druck machen, aber natürlich gleichzeitig auch zusammenarbeiten. Und Frau Jahres hat es kurz erwähnt, wir haben beim Bundesverband ein internationales Projekt und wir haben uns die Best Practices auch angeguckt. Und es werden einfach auch wissenschaftliche Papiere veröffentlicht und die werden wir die deutsche Kommune und natürlich auch Berlin und die Beziehungen zur Verfügung stehen, damit einfach die Kiezblock und viele andere Maßnahmen einfach schnell umgesetzt werden können, so wie in Barcelona und die anderen Städte. Sie haben es jetzt leicht mit dem ersten Schritt. Ja, was nehme ich mit? Also ich nehme mit, dass das Format Superblock in Berlin angekommen ist, nicht nur in Parco, sondern auch hier bei Ihnen. Ja, wir haben beide jetzt ein Date. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, versprochen. Und ja, und wenn Sie die Veranstaltung in einem halben Jahr wieder durchführen, dann sind wir gern mit dabei. Und Harald, ich unterstütze dich da gerne, wenn es dann darum geht, den Sprechpartner hier herzuholen. Dankeschön. Na, ich freue mich dann auf die Veranstaltung im halben Jahr, weil ich denke, dann sind wir so weit, dass wir den Antrag durch haben. Und ich nehme aus der Veranstaltung mit, dann doch mal nochmal auf die Verwaltung zuzugehen in Lichtenberg. Ich würde Sie da auch teilweise argumentativ mit ins Boot nehmen. Und wir haben einen bunten Tisch Ostkreuz und ich denke, genau da werden wir dann mal einladen. Und dann werden wir mal im halben Jahr berichten, wie erfolgreich wir waren. Hoffentlich dann schon vielleicht mit dem ersten Kiezblock hier. Sage ich noch mal herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle da waren. Kommen Sie gut nach Hause und noch einen schönen Abend. Und ich hoffe auch, dass wir uns in einem halben Jahr wiedersehen und vielleicht eine Kiez-Blog-Begehung hier machen können. Cool.